Mein PC momentan, ich habe hier so eine Holzleitung. Ja, es ist Sommer. Es ist Sommer und wir sind wieder als One Pixel. Es ist Sommer, 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 Sommer. Du bist Das ist die Frage, wie glücklich. lange? Ja. Und es ist warm. Ich habe ja schon befürchtet, bevor ich mit meiner Holzleitung heute hier auf den Sommer komme, dass schon wieder Winter ist. So schnell ist Weil das ja auch nicht. mein Ofen macht nicht wirklich Sinn, wenn kein Dach auf dem Haus ist. Und überall noch Löcher drin sind. Jo. Hallo Cooper, hallo Rio. Na, Hi. ihr zwei. So, wir haben eine Versammlung, habe ich gehört. Wir müssen da irgendwo ganz dringend zu irgendeiner königlichen komischen Besprechung. Ja, die ist eine Abenteuerkette. Ah ja. Also in dem Kleine. komischen Ding, wo du, wo wir Bobo. letztens waren, ja. Kleiner Ja. Hinweis. Ich finde, es sehr, sehr schöner aus, wenn die beiden Türen eine Zweiertür wären und Ja, keine das habe ich Dreier. auch überlegt, aber ich habe vor lauter Schnee Hi, überhaupt keinen Bobo. Durchblick mehr gehabt. Warte, sag mal. Bobo. Hallöchen. Guck mal. Wie Bobo. geht's denn? Ja, deswegen, das sieht viel schöner aus. Ich habe schon überlegt, dass ich die Tür einfach ein bisschen kleiner mache. Ist das eigentlich auch nicht eine Drahttür? Echo. Echo. Nee, das ist great. Ich finde das richtig. Ja, ich finde diese Türen so cool. Stell dir mal vor, wir würden so eine richtig coole Steampunk-Eisenbahn hier hinsetzen. Das wäre ein cooler. Oder so eine U-Bahn. Cool. Ah, habe ich mich jetzt erschrocken wieder. Mann, warum müsst ihr mich Ja. Kannst du alle mich so gleich hauen? erschrecken? Warum? Kuscheln. Ah, nicht mit dem Ja, anderen kuscheln, zusammen. kuscheln. Oh, nochmal Entschuldigung. Ja, alles gut, Nein, alles nicht gut, jetzt. alles gut. Wirklich? Ja. Hast du mir dein Hundi noch lieb? Ja. Warte, warte. Kraul, 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 Ich. kraul, kraul. Ja, so, Da. ich muss wieder die Moni und begrüßen gleich. Die kommt mir auch gleich. Oh, cool. Eine neue Mitspielerin. Komm Komm mal mit. Wir müssen doch, wir haben doch Treffen und so. Ja, die Ja, warten auf also. die Moni. Es sollte doch gleich eine neue, ich habe gehört, sagen, es kommt, also vom Geistlichen habe ich gehört, also von meinem Gott da oben habe ich gehört, es sollte gleich jemand noch Neues hierher Ja, ich teleportiert hab's schon werden. gehört. Ich hab... Sagen Sie mal, Herr Und Geistlicher, wieso sehen Sie immer so geistig aus? ja, weil ich der Pastor bin. Essen Sie mal Und eine es Karotte hier, das kann man ja nicht mit anschauen. Was? Eckse. Was? Ich würde sagen, mich auf den König Zauberei, warten lassen. Zauberei. Wer macht die Zauberei? Haben Sie nicht gesehen? Haben Sie das eben nicht gesehen? Die hat ihre Arme gehoben mit einem Buch und schwupp, quasi. Ui. Ein neues Tor. Das ist ja mal cool. Das ist ja richtig cooles Tor. Oi, der Pastor hat schon wieder so eine merkwürdige Leitung. Ich glaube, ich bin erwartet Leitung. jetzt. Du hast schon wieder so Hey, eine. doch die Tür gegen das. Ich habe wirklich nichts offen außer OBS und Minecraft. Oh, Warum Chris, bist doch du es eine nicht? Karotte. Danke. Und sie Das ist heilt wahrscheinlich, weil. Schmerzen und so. Und hallo Danke. übrigens, Wusimu. Was Es kann machst du wahrscheinlich denn gut möglich da? sein, dass Wodurch? wahrscheinlich wegen meinem Handy-Hotspot können wahrscheinlich die Vermutung sein. Ja, ich habe momentan ja aber auch so ein bisschen zwischendurch immer so ein stockendes Bild. Also Aua. nicht im Stream, aber im Spiel. Ich denke mal, das hängt mit dem Wer Tor hier spielt denn hier mit dem zusammen. Knopf hier? Aber es ist cool. Egal. Die Tür hat sich verselbstständigt. Raid ist echt der Hammer. Ja, finde ich auch. Hä, Ich wie liebe jetzt? Raid. Ich habe auch Ich schon mach überlegt, nichts. ob wir mal so ein Create-Programm noch mal sowas, was nur Create macht. Das ist Silber. Also ihr kennt ja das Projekt hier von Joe, also wo der mitmacht und die anderen. Und das ist ja hat ja nur mit Create zu tun. Was macht der da? Du hast einfach Ja, aus dem toten Winkel, den da hat man Thron halt dich nicht gesehen. vor Ort. Ach so, nur für Da, dich, die ich bin schon vor Ort. Freunde.
Alba hier gerade rum? Was machst du denn dafür? Was? Hä? Was? Nein. Was? Wieso? Warum? Hä? Ja, merkwürdig. Wir sollten mal zum König gehen, oder? Ja, deswegen sag ich doch, wir haben einen Termin. Ich wurde schon gefragt, ob ich einen Port brauche. Ich bin noch vor Ort, ich bin noch schon da. Das ist ja eine sehr merkwürdige Stadt, wo die Leute alle so machen. Das nennt man steuern kann. Eulensattchengelege. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was habt ihr denn hier verbaut? Das eine Bubu. Hallo. Gar nichts eigentlich. Und hallo. Ich habe Christa und hallo Sky. Ich habe auch goldene Möhre. Ja, wollen wir auf die goldene Möhre anstoßen? Oh, ja. Die haben sie als König schon. Wo ist der denn? Boom. Wir haben alle Macht der Welt. Was? Was? Ich habe ja gesagt, ich bin nur das Zünglein an der Waage. Was denn entscheidet meine hab doch hier die Moni wird Arbeit noch abgeholt, ne? Ich bestimmt. Genau. Dann gehen wir schon mal wieder rein, sonst... Warum ist dieser komische Globus eigentlich so grau? Ist die Welt so dreckig? Er ist Umweltverschmutzung. Was ist das hier? Was ist das? Ja, Mann. Eine Amphire. Warte das mal kurz, ich muss meine Katze aus der Werkstatt holen. Was ist das? Eine Amphore. Eine Amphore ist eine Vase. Ach so. Eine Vase? Oder Wein drin. Ja, oder Wein. Lecker Wein. Bubu, du hast dabei tolle Kleidung an, hab ich noch gar nicht gesehen. Genau, das WLAN muss über die Berge drüber. Meine Katze hat Überstunden gemacht gerade, ja, die war noch in der Arbeitskammer. Okay, als was arbeitet die Katze denn? Die hat heute mit meinem Männer eine Gartenbank zusammengebastelt, nachdem die alte fürchterlich zusammengefallen ist. Ja, und WLAN mit meinem Sohn zusammengekracht ist. WLAN-Karte? Hallo, irgendwie hast du eine Amphire im Gesicht. Ja, ich brauche WLAN. Nimmst du mal deinen dicken Schnabel hier aus meinem Gesicht, das ist ja schlimm. Jetzt gibst du dir den Schwanz auch nicht schlecht, oder Entschuldigung, den Schweif. Oh Mann. Liebe Kinder, ihr habt nichts verstanden. Alles normal. Das Ding da, wo Rio gerade draufsteht, das nennt man Schweif. Ja? Oder Hinterschwanzflügelspitzengedöns. Darf ich dir deine Zöpfe flechten? Das muss ja die königliche Hoftierhändlerin ja wissen, wie das heißt. Ja. Deswegen ich finde Staubtier ganz schön gedöns. So. Wie bitte? Wollen Sie Holz hacken, Herr König? Nein, ich habe bloß keinen Hammer, mit dem ich mal zu Ruhe rufe. Wir haben Hunger. Sollte es übernehmen? Oh. Das ist cool, der will den Hammer nutzen, um zur Ruhe zu rufen und wir sind hier alle oben. Oh. Vor allem, ich habe gleich ein Herz gekostet und ich bin vor allem hier... Hast du gerade gepupst? Hinter dir ist was explodiert. Was? Was ist eine Komm, wir gehen mal hier. Was ist das? Wenn's Boom macht. Ding da hat jemand seinen ganzen Wortschatz verloren. Hallo, Frostine. Was ist ein Hallo, Frau Bubu. Na, geht's Ihnen gut? Ja, mittlerweile. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Geht's gut. Es ist Sommer. Ja, ich glaube, die kommt ja auf die Schatz. Und es war Sommer. La 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 la. Ein la, Bett im la. Kornfeld. Was? Wir hatten auch schon ein Pferd auf dem Flur, Andy, hinter der Theke. Ah, okay. So, hallo, Frau König. Ich mache meine Aufwartung. Sehr, danke sehr. Ich habe extra angeordnet, dass Sommer ist. Ich weiß nicht, auf. Auf die Abwertung, nein, auf die Aufwertung. Ja, genau. So, die Aufwertung. Oder? So. Ja, du etwa nicht? Willst du eine Abwertung? Geht's Ihnen gut, Herr König? Sie bubbeln so blau. Ja, ich habe gerade den Apfelwein getrunken, damit die Stimmung noch besser ach, wird. Der ist okay. Jetzt ist auch die letzte Teilnehmerin für heute eingetroffen, habe ich gerade gesehen. Bleib doch bei mir sitzen. Nee, ich bin der König. Von was? Von was? Achso, von meiner Königreich, stimmt ja.
Nimmst du mal dein Schild aus der Hand? Ich sehe nichts. Ich wurde gewählt. Wofür? Du bist geboren. Als König geboren. Danke schön. Also. Ja, ich bin ja Kaisersohn, in welcher Höhe, ne? Kaiser ist aber höher muss als die, König. Muss die liebe Moni erstmal herkommen mit den anderen beiden und dann können wir loslegen. Kaiser ist nur eine andere Bezeichnung für König. Ah, Kaiser ist nicht ganz geil, aber egal. Wollen wir nicht mal hier übertreiben. Für das Spiel. Ja. Was war das? Rico hat Flügel. Bubu, du bist dran. Bist du nicht eher ein Korn, wenn du Flügel hast, nicht eher ein Engel? So, die Expresslieferung ist angekommen. Oh, hast du mal ein neues Tier? Zeig mal, hast du ein neues Pizza? Tier? Nee, es ist eine neue Person gekommen. Oh, die kann ich ja nicht. Expresslieferung für den König! Expresslieferung für den König! Ich glaube, du musst mal an die Tür. Für den König. Das ist der Paketbote, nicht der Priester hier. Hallo? Ach, du bist die Moni. Nein, du Ey, bist das war mein Platz. Hallo, herzlich willkommen, Lunaris. Wie komischer passt. Komm so rein. Also, nee. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hast du dich da in der Ecke versteckt? Ja, willkommen im Reich. Ist noch jemand Lunaris. Anderes gekommen. Werte König, Sie müssen das Paket die Empfangsbestätigung. Ist das diese Moni? Sie heißt Moni. Ich hätte ein großes Messer, da kann man das Paket mit öffnen. Kommt erstmal alle rein. Haben wir überhaupt genug Sitzplätze frei? Was sind Sie? Sie haben eine Schuhe. Ich brauche einen Stempel von Ihnen für die Expresslieferung. Ich bin nur eine kleine Schneiderin. Oh, endlich gibt's Achtung. Los, stempeln, auf geht's. Wieso? Hast du deine etwa nicht gewaschen, Bubu? Es gibt frische Unterwäsche, wir haben endlich eine Schneiderin. Silvi, da darfst du dich nicht hinsetzen, das ist der Platz von Sky. Ich würde sagen, den Damen wird der Vorrang gegeben zum Sitzen, ne? So. Jo, genau. Jo. Sind denn alle anwesend? Hört sich so, ne? Sind jetzt alle da? Alle in Hörreichweite? Ich glaube ja. Ja. Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie so schlecht verstanden. Alle in Hörreichweite sind. Sonst müssen Sie mal an dem Regler etwas lauter stellen. Was haben Sie gesagt? Ich verstehe Sie so schlecht. Soll ich ein Hörhorn holen für die Schwerhörigen? Ja. Was ist das? Ein Hörhorn? Ein Hörhorn. Steckst du in Ohren, dann kannst du besser hören. So. Jetzt bitte ich mal um Gehör. Also, ne? Ja. Applaus für den König. Bravo. Bravo. Erstmal. Hat nur gar nichts gesagt. Erstmal herzlich willkommen. Erstmal heben wir unsere Gläser. Und lassen uns mal Prost sagen einmal für die erste Versammlung als neu gewählter König. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal, dass ihr das Vertrauen mir geschenkt habt. Und ja, Prost. 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 Wenn ich's hätte, Hust, kann ich lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ja. Von Mitte zum Sack, zur Tille, zack, zack. Wer hat Silber. Ja. Wer hat hier gekauft? Einer was Falsches getrunken, Bubu, ne? Bubu hat Schluck auf. Oh, wo schickst du denn? Musst du einmal auf den Kopf stellen und Wasser trinken. Ist er jetzt weg? Jetzt ist er weg, okay. Ich hab Heimler, erschreckt, den bringt auch. Ja, so ein bisschen. Ja. Ich hab Niki gesehen, habe ich mich erschreckt. Oh! Ja. Was sich neckt, das... Schiebt sich. So, jetzt einmal bitte die Aufmerksamkeit. Also nochmal vielen Dank, dass Sie mich gewählt haben. Und herzlich willkommen zu unserer ersten Sitzung des Königlichen Rates. Ja, wie ich ja schon angekündigt habe, möchte ich gerne bei Entscheidungen den Rat und auch eure Stimmen sozusagen anhören, damit wir Entscheidungen gemeinsam treffen und nicht einfach, bin halt kein Diktator, der einfach alles selber entscheiden möchte. So, ja, ich habe mir schon einige Gedanken gemacht, was man vielleicht noch hier in Lunaris verbessern könnte. Aber vielleicht habt ihr auch schon Ideen, die ihr noch benennen wollt. Vielleicht stimmen ja auch einige Ideen, die ihr habt, mit meinen überein. Oder ähneln sich zumindest. Gibt es sonst einige Ideen oder Vorschläge, die die Ratsleute
und Ratsfrauen haben, sozusagen, was verbessert werden könnte. Schafft den Winter ab. Schafft den Winter ab. Habe ich tatsächlich auch als einen Punkt schon bei mir aufgeführt. Es war als Punkt 3. Ist es überhaupt möglich, eine Mod zu entfernen? Super. Ja, das möglich ist natürlich technisch. Ist natürlich eine technische Frage, ob das geht, ne? Ob wir deswegen das wollen, ist das eine andere Frage. Das ist ja eine Mehrheitsentscheidung, denn. Sonst würde ich Punkt 3, weil das ist bei mir Punkt 3 auf der Liste, dass man fast an der Jahreszeit gibt es da manchmal auch eine mildere Variante von. Wovon? Also eine ähnliche Art vielleicht. Schicker Hut, Dina. Ja, ne? Schicker Hut, Marcel. Oder ist das die einzige? Es gibt die andere Variante. Nein, du gar nicht. Gibt es dann auch eine etwas leichtere Variante vielleicht, dass man nicht ganz drauf verzichtet, sondern aber das gerade unerfahrene Spieler vielleicht. Unterwäsche für alle. Dass unerfahrene Spieler sozusagen besser zurechtkommen. Das ist schon die bessere Variante. Wir hatten ja davor eine andere gehabt. Okay, ja. Das war die Temperaturmod. Boss mit Sky. Wollen wir sonst einfach mal... Temperaturmod war das. Wollen wir sonst einfach mal entscheiden, was die Leute sagen, ob die überhaupt sich eine Mehrheit findet, ob sie abschaffen wollen oder nicht. Also ich wäre dann schon eher für eine Variante, die nicht ganz so schlimm ist, kalt und heiß wird. Vielleicht. Das ist wohl schon die bessere Variante, sagt Rio. Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied, welche Wettermod man oder Jahreszeitmod man nimmt, weil das auch wieder eine Temperaturmod ist. Dann Unterwäsche mit Reparatureffekt. So. Ja, das Problem ist, im richtigen Winter... Du musst die Unterwäsche in deine Rüstung einnehmen. Hab ich ja, aber meine Rüstung geht dauernd kaputt, weil ich noch Eisenrüstung. Ja, da dann mach da Reparatur drauf. Genau, und da machst du Reparatur drauf. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Dia-Rüstung und Eisenrüstung bei dem Effekt, wie sehr schützt? Da war gefütterte Unterwäsche wäre auch nicht. Glaube ich ja nicht. Die Temperaturtechnischen ist es gleich. Ein Unterschied ist halt, dass halt das eine Dia und das andere Eisen ist. Und dass es länger hält halt, okay. Ja. Gibt es denn noch was Besseres außer die Unterwäsche, dass man sagt, okay, man rüstet die Leute halt denn mit was Besseren aus? Weil man hat ja auch den Eindruck, man friert ja trotzdem auf, wenn man die... Es gibt auch Frostzaubertränke gegen Frost. Es gibt auch Frostringe, die aber nicht wirken. Ja. Und Wärmflaschen, also, die viel zu kalt, schnell kalt werden. Ja. Die reichen für meinen großen Zeh, aber nicht weiter. Ja, aber ich finde auch, der Winter kommt viel zu schnell und dauert das sehr lange. Also ich habe gefühlt, jede Woche zweimal Winter. Kann man vielleicht an den Zeiten, wie lange eine Jahreszeit dauert, irgendwas machen? Ich habe das schon auf verkürzt. Es wäre eigentlich der Winter noch länger gewesen, ne? Was? Ja. Oh. Nee, ja, das heißt kürzer. Auch, der Winter kommt öfter, weil die anderen Monate ja auch kürzer werden. Ich sag's ja, du Winter is coming. To town. Also ich würde es ganz weglassen sonst. Er hat mich noch ein paar Ohren. Ich frag uns einfach mal, wer ist denn dafür, dass der Winter wegkommt? Man verzichtet auf Jahreszeiten. Ich mach mal eine Liste. Moment, hast du mal einen Stift? Steht einfach mal auf. Bei Essen und Trinken ist schon sehr anspruchsvoll, da mal drauf zu achten. Okay, oder wir machen es. Ist echt, wenn das noch dazu kommt, das ist echt katastrophal. Ich würde sonst sagen, wir gehen sonst einmal raus, ist gerade Nacht, wir schlafen sonst einmal und dann gehen wir raus und stimmen draußen ab. Eine Gruppe geht nach links, eine nach rechts sozusagen. Weil ich verliere sonst den Überblick. Wo liegst denn du denn? Und da hinter meiner Decke. Er hat sich einen hinter die Theke gekippt. Wer hat denn meinen schwarzen Rucksack? Du da drunter. Mein Bett. Ja, zurück ist auch. Alle, die dafür sind, dass das abgeschafft wird, gehen zum Bienenstock. Was für ein Bienenstock? Wer einen schwarzen Schlafsack hat? Na, hier am Baum. Alle, die das abgeschafft haben wollen, gehen zum Baum. Okay, kann ich mich auf die Bienenbetten da reinsetzen?
Das ist heiß. Hier ist Bobo. Hier ist Winter abschaffen. Du stirbst. Ich komm nicht weg. Hier ist Winter abschaffen. Mir ist es egal, ich enthalte mich. Was machst du, Bobo? Was machst du, Bobo? Mir doch nicht in die. Du machst aber nichts. Einstimmig. Oh ne. Jetzt stehst du aber auf der falschen Seite. Jetzt musst du wieder rüberkommen. Was war klebrig. Hier beim Bienenstock ist die Seite für die, die den Winter abschaffen wollen. Ich enthalte mich. Winter abschaffen, ja, Winter abschaffen. Nochmal drin. Der Moni hat jetzt noch keine Erfahrung damit, ne? Die weiß es halt noch nicht. Ich sag mal, kannst du ja sonst enthalten. Ich enthalte mich. Ich sag mal so. Solange einige immer noch ihre Häuser bauen müssen und dafür ja Ressourcen farmen oder so, macht der Winter wenig Sinn. Wenn alle ihre Häuser haben, dann kann man ja nochmal neu überlegen, was man macht. Das ist eine gute Idee. Weil das ist wirklich für Mod-Ungeübte ganz, ganz schwierig. Das stimmt. Sonst kann man es ja auch zeitlich begrenzt erstmal. Kann man das deaktivieren vielleicht, solange, ne? Und dann zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert man die Mod einfach wieder. Das kann sein, dass der Server dann mal meint, crasht. Au! Ja, wieso das aktivieren und deaktivieren, das macht man ja, wenn der Server aus ist. Ja. Ey! Ich meine, damit ist der Mod, wenn der Mod deaktiviert von Server ist, hat man doch, oder kriegt man denn so eine Config-Datei, dass man den überschreibt. Oder sagen, wenn man Mod entfernt von dem Server, muss man eine Confirm machen, um das zu überschreiben. Und das kann auch hinten los. Ja, ich bin mir auch da nicht so ganz sicher, dass alles fehlerfrei funktionieren wird. Ich kann zwar es versuchen. Und wenn man die Mod nicht entfernt, sondern nur deaktiviert, geht das? Weil wir können ja im Launcher können wir die Mods ja deaktivieren und aktivieren. Ja, weil wie weit hängt die mit anderen zusammen? Wenn wir die deaktivieren, klar. Aber es kann passieren, dass wenn wir sie deaktivieren, wir kommt nicht, nicht mehr auf den Server drauf. Ja, oder? Das natürlich. Ja, das muss halt übereinstimmen. Das hatten wir nämlich auch schon mal probiert, sowas. Du hattest doch gesagt, du kannst die Zeiten einstellen, wie weit Winter und Sommer und so weiter funktionieren. Ja? Ja. Kannst du die nicht einfach auf Null setzen? Dann ist die Mod noch drauf, aber ich sag mal sozusagen inaktiv. Weil alles auf Null. Das wäre cool. Ein inaktiver Winter. Passt, Oralt, lass das. Oder, Tierwares. Aber die kannst du auch immer nur gleichmäßig das anmachen. Passt, ne? Kannst du die Jahreszeit unterschiedlich lang gestalten, ne? Nee, ich kann. Den kennst du länger, Wuschelchen? Niki Alle Jahreszeiten sind betroffen. Niki war es. Achso, na, sonst wäre es ja einfach. Da würde man einfach sagen, Winter einen Tag, ne? Ich weiß echt nicht. Na, ist halt schwierig. Wir haben kann man das probieren Hand. Und wenn es nie hinhaut, setzt man es wieder zurück, sozusagen, dass man es das doch, wenn es nicht anders technisch nicht möglich ist. Was ist das? Dass man es rückgängig machen kann. Ist das möglich oder kann das sein, dass man es versaut? Wenn man über die Hand rüberzieht. Ja. Das ist eine rote Nase, bist ein bisschen verpfnüsselt. Ich weiß nicht, wie der Seasmod nicht besnüsselt. Arbeitet. Ja. Ich könnte zwar. Könntest du es im Singleplayer ausprobieren? Das ist nicht dasselbe. Dass du es einmal testest auf dem Testserver, ob das funktioniert. Ich kann sagen, ihr habt doch schon mal einen Testserver gemacht. Und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir es halt akzeptieren. Dann geht das halt nicht anders. Dann müssen wir bloß gucken, wie man es dann löst. Umgehen. Glaskuppel über mein Haus bauen. Dann habe ich keinen Winter mehr. Ja, es ist, sind ja schon einige Spieler, die das ganz schön stört. Deswegen hatte ich das auch als Punkt bei mir aufgenommen. Also meistens die halt mit den Mods noch nicht so klarkommen. Also wo wir einfach noch mehr Übung in dem Umgang mit Winter, Sommer, Essen, Trinken brauchen und sind dadurch so abgelenkt, dass wir im Grunde genommen die anderen Mods gar nicht mehr irgendwie, wir sind ja immer nur mit dem Überleben hier beschäftigt. Hallo, hast du auch meine Birke? Das stimmt allerdings. Das ist echt wieso schwierig. Wieso kriege ich meine Birke weil, nicht? Stine, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir angefangen haben? Da war ja noch die krassere Mod drauf. Mit, ja.
Und wie schwierig das war, überhaupt erstmal so überhaupt das erste Equip zu bekommen. Ja, deswegen. Vor allen Dingen auch, weil wir ja auch noch überhaupt keine Skills hatten. Ja, und umso öfter man stirbt, umso schwieriger wird es ja auch Skills zu machen. Also es ist ja nicht der Sinn, dass man dauernd in die Mob-Farm geht mir und meine Birke sammeln. Was ist denn das? Ja, man möchte ja auch draußen was machen. Ist das eine pastorfressende Pflanze? Nee. Gib mir meine Birke. Also halten wir sonst erstmal fest, vielleicht Cooper, dass du das probierst, ob es geht, welche Auswirkungen es hat. Das wird nicht funktionieren. Und dass du uns dann das mitteilst. Der muss die hinstellen, du musst ihn weghauen. Wir wollen mal nicht gleich, bevor wir hier den Server crashen, das wollen wir natürlich auch nicht. Nee. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil der Mod einzeln ist oder hat keine zusätzliche Blöcke. Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir es so akzeptieren. Aber ich wollte es halt einmal auch angesprochen haben. Ey. Ich weiß nicht. Herr König, mach mal was. Sag mal. Jetzt wollt ihr nur der Pastor sich selbst beerdigen. Nein. Na toll. In nomine Patriae Filii et Spiritus Sancti Amen. Pastorenmörder! Ich sehe ihn doppelt. Hexerei! Wo sind die Geister? Verbrenn den Hexer! Auf den Scheiterhaufen mit ihm! Wie soll ich meine Leiche hier? Nee, was wollen wir denn? So, Herr König, König, machen Sie mal weiter dann. Ja, okay. Also wie gesagt, du kannst ja sonst Bescheid sagen, ob es überhaupt möglich ist. Wenn es nicht, dann müssen wir es halt so akzeptieren. Ich wollte es aber angesprochen haben, weil es halt viele halt auch ärgert, wenn sie denn im Winter... Wie soll ich denn noch da? Ich bin halt bescheiden. Ich bin ein bescheidener König. Na gut. Macht der hier jetzt Schwertvergleich oder was? Oh je. Ich Stina muss halt nichts kompensieren. Stine hat den größten Hammer. Bubu, guck mal Stines Hammer an. Oder was das ist, ihr Axt oder so. Ja, das ist die Axt der 1000 Metalle. Bist du hier Ich hab was Besseres. Scharfrichter bin ich, ja, mal früher gewesen, genau. Scharfrichter. Einmal Aufmerksamkeit ja, ich auf euer Scharfe, weißt du? Wo ist es? Wo ist es? Aufmerksamkeit auf den König, bitte. Ruhe König. Jetzt hier. An. Komm also. Wieder her, Sky. Wo ist es, mein Schwert? So, ich hatte ja noch ein paar andere Ideen, die ich gerne vortragen wollte. Was haltet ihr davon, dass man vom Tauschhandel ein bisschen weggeht und mehr ein Währungssystem einführt? Habt ihr schon so eine Idee gehabt? Dass man die Währung in 3 Stufen aufteilt. Und zwar als kleinste. Ruhe. Die kleinste Währungseinheit sollte dann vielleicht die Kupfermünze bilden. Das sind dann die Nuggets davon. Und 9 Kupfermünzen würden zum Beispiel eine Silbermünze bilden. Weil Silber haben wir auch und wird aber eigentlich so gut wie für gar nichts benutzt. Und aus 9 Silbermünzen könnte man ja 1 Mark noch nehmen als oberste Währung sozusagen. Ja, und Moment, ich bin noch nicht fertig. Neben dem Handel über seinen Beruf sollte es jedem gestattet sein, als Grunderwerb Diamanten zu farmen. Diese können in Smaragde umgetauscht werden. Haha, ich hab gar keinen Beruf. Dann brauchen wir einen Banker. Ja, für Diamanten erhält der Spieler 8 Smaragde und 1 Smaragd geht als Steuer an den Staat, damit man zum Beispiel öffentliche Gebäude oder öffentliche Dienstleistungen sozusagen davon bezahlen kann. So gedacht also zum Beispiel, ein Diamant sind 9 Smaragde, davon geht einer an den Staat. Juhu, genau. Wir kriegen endlich öffentliche Toiletten. Yay! zum Beispiel. Ja? Welche 3 Rohstoffe oder 4 waren jetzt als Währung Kupfer? Kupfer, Silber, Smaragd, Diamant. Dann würde ich aber den Vorschlag machen, dass wir, weil es gibt ja 2 Kupfererze und das eine ist sehr viel häufiger als das andere. Deswegen dann ist Kupfererz auch die unterste Stufe. Das ist sozusagen das Basisgeld. Okay. Und Silber ist ja sehr viel seltener. Kann man denn aus beiden Nuggets machen? Herr König, kleiner Einwand.
Kriege ich dann eine Leibwache abgestellt, weil mein Dach dann aus Kupfer sein wird? Deswegen ist Kupfer die unterste Währung. Sie können einen anheuern, natürlich. Zum Beispiel der Herr. Es gibt ja so einige, die sozusagen Abenteurer sind, die können ja dann sozusagen auch für Geld angeworben werden. Wieso als Vorschlag, verwendet das Kupfer als Baumaterial von Häusern oder Gebäuden darf nicht abgebaut werden. Wen den entgegengeliefert, wird bestraft und in den Kerker geschmissen. Darf auch nicht angeleckt werden. Egal wie auch immer. Das kann man anlecken? Ja, warum sollte man das tun? Nee, lieber nicht. Also Kupfer ist egal, würde ich sagen, welches Erz verwendet wird. Das ist halt eh nur die Grundbasis, das wertloseste sozusagen. Na toll. Als Grunderwerb habe ich auch rentabler sind ja dann wirklich Diamanten zu suchen. Auch Kleinvieh macht auch Mist, Bubu. Hm? Ja, eben. Ich habe ganz viel Kupfer. Und wenn du 12 von 1000 Kupfermünzen hast, dann hast du ganz schnell einen Diamant zusammen. Mm. 12 von 1000? Das ist gut. Na, Smaragde hatte ich eigentlich so als Zahlungsmittel gedacht, weil man halt auch mit den Dorfbewohnern damit handeln kann, ne? Hm. Ja, ich muss mal meine Seite weiterblättern, Moment. Ich hab mir extra ein Textdokument. Schläft jemand auf mir? Über mir. über, so. Nicht auf. Ja, und eigentlich. Gut. Marcel, geht's dir gut? Nein, mir ist schlecht. Oh, mir geht's wieder besser. Hast du zufällig meinen orangenen Schlafsack, bitte? Ja, bitteschön. Dankeschön. War sehr angenehm, auf dir zu schlafen. So. Okay. Das nehme ich mal als Kompliment. Ja, aber auch gemein. Das ist gut. Kommt mal denn sonst alle erstmal zu mir und dann wollte ich drüber abstimmen. Was haltet ihr denn von der Idee? Oder habt ihr noch. Also seid ihr damit erstmal grundsätzlich einverstanden, dass wir ein Währungssystem einführen? Dann gibt es aber auch eine stationäre Umtauschbörse. Auch eine Bank. Müssen wir denn machen? Na, es gibt ja mittlerweile eine Trading Hall, da könnte man ja Smaragde Farm gehen, die man dann umtauschen kann gegen die Diamanten. Wo ist eine Trading Hall? In der Magie. Es gibt ein Shopping Center. In der Magie-Schule. Wer der König? Dürfte ich dazu noch gerne was sagen? Ja. Nein, nur wenn sie die Hose runterlassen, Herr Fellmann. Oh, ist die denn drauf, oder? Ich schäme mich. Nein. Also, unsere werte Magiekundige, die werte Christa, baut eine Magieakademie und wir haben uns abgesprochen, dass wir eine Bibliotheken-Trading-Hall hineingebaut haben. Wir haben mehrere Bibliothekare da, die zum Händeln bereit sind und auch zwei Steinmetze, ne, werte Christa? Ganz genau. Ich habe das Steinmonopol. Okay, kein Monopol. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Ah, okay. Und wie gesagt, die sind alle herzlich eingeladen, da zu handeln, wie sie wollen. Da würde ich aber auch noch gucken, dass man eventuell. Seid ihr der Meinung, es sollte das Umtauschen. Es gibt interessante Bücher zu kaufen. Ein paar interessante gibt es schon. Haare. Noch nicht alle, aber. Dankeschön, du hast wunderbar. Also, ich bin sehr interessiert an dem Roman Dornen 3. Dornen 3. Hecker, viel Haufen. Müsste ich mal nachschauen. Alle haben schon den Beruf, den sie haben wollen. Also, wir sind noch auf. Können wir so eine Verhandlung später durchführen? Ja, natürlich. Erstmal würde ich gerne abstimmen. Noch was wert, der Moni. Also, der Quatsch uns das an, aber die anderen machen Blödsinn. Ja, wer für ein Finanzsystem ist und auch diese Art ist, wir können das natürlich noch gucken, anpassen, wenn das jetzt nicht hinhauen sollte, man irgendwie was an den Werten ändert oder so. Wer es dafür geht, wieder Richtung Bienenstock. Wer dagegen ist, bleibt auf der linken Seite. Ich würde sagen, einstimmig. Ja. Aua! Na, Kuba scheint sich zu enthalten. Hey, er war's. Hey, du bist auch ihr beide. Ne? Er hat mich auf den Poppes gehauen. Das ist unhöflich. Ich verstehe dich nicht. Du bist dagegen? Nee, ich habe mich nur gerettet vor dem Feuer. Wahrscheinlich auch also ein bisschen. Also sind alle dafür. Hier kommen ja ständig neue Leute dazu. Alle hier drüben. Au. Okay. Das sind aber gar nicht mehr alle da, oder? Doch. Aber wenn ich hier komme, dann würde ich allerdings etwas
etwas anstoßend, dass jeder sich nur maximal zwei, vielleicht, also eine Menge kann man sich streiten, Dorfbewohner halten darf. Damit keine Inflation haben. Ja, genau. Damit man die Geldmenge halt in irgendeiner Art und Weise begrenzt. Ja, ich habe da auch noch einen weiteren Punkt, der ein bisschen damit zusammenhängt. Wir haben ja auch alle selber eigentlich schöne Berufe, wo Rio sich zum Beispiel auch Mühe gemacht hat, einige Beispiele genannt hat. Ich glaube, du warst zum Beispiel der Bergmann. Genau. Ne? Rio ist ja der Schmied. Dass man zum Beispiel auch sagt, okay, die Berufe sollten auch mehr an Bedeutung gewinnen, um auch das Roleplay ein bisschen in die Gänge zu kriegen. Ja. Ne? Ich wusste gar nicht, dass Rio Schmied ist. Die hatte sich als Schmied eingetragen. Ist das noch aktuell? Ist Rio noch da überhaupt? Ist sie in der Stadt? Hat sie hier irgendwo ein Ladengeschäft? Bislang nicht, aber sie hatte damals Schmiede machen wollen, soweit ich weiß. Ansonsten, wenn Rio wollte Schmieden machen. Ja. Also ich hatte letztens erst eine Liste mit den Berufen und wer was macht reingestellt für den, wer nonstop bei ihr gefragt hatte. Bei Berufe ist die Liste drin. Kannst du ja mal reingucken, Kasi. Ja, ich habe die Liste gesehen. Oi. Nicht da. Wer hat denn hier schon wieder seinen Drachen? Das finde ich auch nicht so gut jetzt gerade von Rio, dass sie jetzt einfach so rausgeht. Mann. Gamma! Ist sie zu träumen unter deiner Kutte oder wollen was? Wollen wir zum nächsten Punkt kommen, Herr König? Ja, es war nur schade, dass Rio einfach abgehauen ist. Das finde ich jetzt nicht so toll. Wie gesagt, ich wollte die Berufe eigentlich wichtiger machen, aber man muss ja einige Ressourcen muss man ja halt selber abfarmen, egal ob man nun den Beruf ausübt oder nicht. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Sorry, war mein Flamingo ist die Luft rausgegangen. Du hast ihn angepiekt. Weiß nicht. Deswegen hatte ich mir gedacht, so ein bisschen Aufmerksamkeit wäre schon gut, das macht nämlich sonst komme ich nämlich total aus dem Konzept. Ja, also jeder sollte diese Grundressourcen ja selber farmen können, ne? Also Holz fällen, auch wenn es einen Förster natürlich gibt, Stöcke und Bruchsteine, ein paar Sachen braucht man ja, Erze. Beim Diamantfarm findet man auch Erze, das ist ganz normal, die darf man abbauen. Ne? Und man sollte zum Beispiel auch sich Grundnahrungsmittel selber herstellen dürfen. Und deswegen habe ich gedacht, dass man vielleicht auch nicht selber unbedingt jedes Werkzeug bauen kann, sondern dass man zum Beispiel außer Eisenspitzhacken vielleicht auch nur maximal bis Stein selbst bauen sollte und den Rest zum Beispiel beim Schmied erwirbt, damit der auch was zu tun hat. Der Rio, Schmied, du kriegst ganz viel zu tun. Dir und also Rüstung und Waffen von dir, das braucht man alles nur einmal. Ja, aber irgendwie muss man das ja, vielleicht sollte man dann auch gucken, dass man Reparatur nicht unbedingt draufnimmt. Ne, dass man Rüstung abgeben. Ja, Kufa. Ich sagte ja auch nicht, vielleicht auch nicht alles. Ich sagte, vielleicht muss man ja auch. Ist natürlich schwer umsetzbar, aber man kann ja auch nicht immer nur seine Spitzhacke einsetzen. Ne? Ich sag mal, es ist ja. Der Schmied kann ja auch das Einschmelzen vom Bahn übernehmen. Zum Beispiel, wenn einer Kupfer findet, kann er es beim Schmied abgeben. Und der prägt dann zum Beispiel aus Silber und Kupfer dann die Münzen für die Währung. Sprich, macht Nuggets draus. Wo er da hinten? Ne? Die dann halt, zum Beispiel kann derjenige, der das Erz findet, ja auch das Erz abgeben. Du schmilzt es ein, machst es zu Münzen und gegen eine Gebühr kannst du auch sagen, okay, von den 9 Münzen möchte ich 4 behalten. Als eigene Verdienst. Kann man auch machen. Weil, ist klar, Waffen, Rüstung, Werkzeuge werden ja nicht ewig neu gebraucht. Es geht natürlich mal was verloren. Ne? Und du willst ja auch aber nicht nur dauerbeschäftigt sein. Ne? Das willst du ja auch nicht. Du willst ja nicht nur als Schmied hier arbeiten. Du willst ja auch mal in Kundschaften gehen. Das machst du ja auch gerne. Naja, und außerdem, aber sonst brauchen wir die Berufe ja auch nicht. Sonst ist das ja alles obsolet. Wenn jeder sich das selber
erfarmt. Findet kein Kontakt mit anderen Spielern statt, findet kein Roleplay statt. Und deswegen hatte ich mir das ausgedacht, dass man dann halt eben sagt, okay, dass jeder. Das ist genau das Problem, was wir in Afterlife 2 auch schon hatten. Ja, dass nichts gekauft wird, ne? Richtig. Ja, deswegen dachte ich mir, naja, Zauber, die Reparatur vielleicht nicht so gut, weil dann hält die Rüstung ewig. Das wäre halt was gewesen, was man vielleicht ganz am Anfang gemacht, weil jetzt hat jeder hat einen anderen Stand. Einer hat mehr oder weniger gearbeitet oder sich das Zeug erarbeitet. Viele haben auch schon ein Haus, wollen vielleicht nicht unbedingt ein zweites bauen. Halt dann schwierig irgendwie. Ja. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, Stine hat schon ein Haus, warum soll sie bei mir irgendwelche Steine kaufen? Wofür? Naja, so, ne? ich hätte mir gedacht, dass man ja auch noch so ein paar öffentliche Gebäude oder ein paar Dorfbewohner hier reinbringt, dass die Stadt ein bisschen belebt ist. Das auf jeden Fall, wenn ich sehe, wie groß die Stadtmauer gehalten ist. Ja, dafür braucht man Steine. Ja, aber ich werde ja nicht Steine kaufen, um dann von meinem Geld für ein Haus, was dann jemand anders bewohnt, da müssten dann die Ressourcen von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Keine Spende. Das ist der städtische Wohnungsbau. Bertestine, ich glaube, der König wird in der Hinsicht wohl an die Gilde auch ein paar Aufträge geben, dass du in dem Sinne Ausgaben hast, um den Auftrag zu erlegen, wo du dann halt eine bessere Belohnung rauskriegst. So würde ich mir das jetzt denken. Das ist teuer. Oder sehe ich da, dass verkehrt wäre der König? Na, ich denke gerade nach. Entschuldigung. Bubu. Ja. Aber wer der König? Ich habe Ihren Schlafsack gefunden. Ja, kannst mir einmal sonst hier vorne hinlegen. Dankeschön. Ja, ich versuche bloß, wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen auch die Interaktion untereinander. Deswegen dachte ich, okay, man muss irgendwo, dass jeder seinen Beruf auch mal ein bisschen ausübt oder so. Ich habe letztens schon zwei Tränke verkauft, habe ich gesehen. Also bei mir wurde schon was angekauft. Ich musste die Grünen durch. Ja, ich weiß nicht. Herr König, Sie sind gerade berechnet worden. Ja, das habe ich auch gerade. Danke für die EP. Bitte. aber irgendwo was gebaut wird immer noch. Du willst ja nicht nur dein Haus bauen, was willst du denn noch machen? Willst du noch irgendwas anderes machen? Was wäre ich? Ja, zum Beispiel. Ja. Irgendwo werden Steine noch verkaufen, Zutaten für die Tränke suchen. Ja, und was will ich als Platzer so ein großartiges machen? Mal, oder wie, Stine? Nein, bloß nicht, ihr was? Guck mal, wir brauchen nicht. soll ich irgendwelche Hochzeiten oder Beerdigungen abhalten? Du hast doch gerade deine eigene Beerdigung gehabt, hat es nicht gereicht. Ich hätte eine Idee für den Pastor. Wir brauchen noch einen Friedhof. Aber wer der Herr Marcel, ne? Ja. Sie sind doch auch Bergmann. Ja. Ja, Sie können ja auch andere Ressourcen haben, außer nur Steine, ne? Sie brauchen Brennmaterial für die, also Kohle zum Beispiel für die Öfen, das verkauft werden kann. Ich habe mich halt im ersten Schritt erstmal nur auf Gesteine jetzt. Wobei ich auch sagen muss, mein Geschäft ist auch noch nicht ready to, also noch nicht endgültig, aber ja. Kann das Geschäft, guck mal, ich werde bestimmt noch Steine für die Stadtmauer brauchen. Wir brauchen einen größeren Versammlungsraum oder ein Gebäude, wo ich dann als Stadt. Ein Schloss. Ja, ein Schloss. Bei dem Rathaus? Das Rathaus nutze ich erstmal, aber das ist für so eine große Versammlung ein bisschen klein. Bräuchte denn noch einen Konferenzsaal? Das hat Stine schon geplant. Nee, nicht Stine, Fatma schon geplant, sowas. Und der Pater braucht eine größere Kirche mit einer Orgel. Eine Orgel brauchen wir noch für die Kirche, da brauchen wir auch noch. Einen Orgelbauer brauchen wir noch. Nein, ich hatte so. Ich sag mal, ich wollte gern, dass nicht jeder unbedingt alles Spezialisiertes herstellt, sozusagen. Dass man vielleicht sagt, okay, man. Jeder macht alles, sondern der eine macht halt Waren, Rüstung, Werkzeuge, Waffen oder Münzen meinetwegen als Schmied.
Muss ja auch nicht ständig sein, muss nicht jeden Tag sein, aber ab und an mal wäre schon ganz toll, wenn man sich mal ein bisschen hier in der Stadt ein bisschen miteinander beschäftigt, auch außerhalb des Kampfes sozusagen. Ja, wo ist der Oder dass man gemeinsam baut, dass man vielleicht einen Baumeister noch macht, ne, dass der dann sozusagen Roleplay-mäßig die Steine sozusagen kauft. Ne, vielleicht mal. Weil ich habe immer so den Eindruck, wenn ich bin meistens mit ein, zwei Leuten alleine in der Stadt und alle anderen sind unterwegs. Und das ist wir auch. Wir haben ja noch innerhalb der Stadt mal sehr viel Waldgebiet. Ja. Und das ist sehr, sehr unsicher. Da müssen unbedingt noch Laternen rein. Da gibt es tatsächlich einen Gildenauftrag, der ausgeführt werden kann. Da, da gibt es tatsächlich einen Auftrag in der Gilde, die Infrastruktur der Stadt auszubauen und auszuleuchten. Kann von Streamern, weil es ja eigentlich primär für die Streamer und Videomacher gedacht, dass sie sich das aussuchen und das zum Beispiel in Videos oder im Stream zeigen. Gibt es tatsächlich einen Auftrag in der Stadt, die Stadt besser auszuleuchten und Straßen und sowas zu bauen? Naja, ich lese mal einfach mal die Liste, die ich mir so ein bisschen gemacht habe, was es gibt. Also Schmied, Münzprägung kann man zusammenlegen. Ich hätte aber eigentlich ursprünglich wollte ich die Münzprägung beim König lassen. Aber wenn Rio sagt, manchmal Waffen, Rüstung und Werkzeuge werden nicht so viel gebraucht, dann könnte man da ja drüber auch die Münzprägung laufen lassen. Ein Schreiner, der zum Beispiel aus den gefällten Hölzern zum Beispiel Bretterstufen, Möbel herstellt für die Inneneinrichtung, das wird ja auch vielleicht noch irgendwo benötigt. Es gibt keine Münzen. Nuggets. Die Nuggets stellen die Münzen dar. Du hast wieder nicht aufgepasst, du warst nicht da und deswegen weißt du es nicht. Die wollen meinen Kupfertag klauen. Ja, ich hatte Gold habe ich jetzt absichtlich nicht genommen, weil im Nether kannst du ja Goldfarmen errichten. Ja, dann baue ich mein goldenes da. Na und? Ich baue ja, mein goldenes Inflation. Ja, fliegt man ja ein. Oh. Ja. Deswegen hatte ich gesagt, was man als Ressourcen im Normalfall finden kann. Deswegen Silber und Kupfer wird ja kaum benutzt, außer vielleicht als Baumaterial. Knochenmehl? Federblöcke. Federblöcke. Silber kann man aber auch farmen. Ja. Als Mob farmen? Ja. Oh. Nö, finden. Ja, nein. Nein, ja, das kannst geht du finden, ja. Es geht ja darum, dass man Sachen nimmt, die man meinen muss und nicht irgendwo gedroppt werden. Ja, du kannst ja eine Goldfarm im Nether bauen und dann kriegst du ja quasi unendlich Gold. Dann widerstrebt es aber auch mir so ein bisschen, dass wir dann Smaragde als Währung nehmen, weil das halt wirklich auch mit am einfachsten durch die ganzen Villager zu... Denn das kann man ja machen, dass man dann sagt, okay, dann nicht Smaragde, sondern doch Dias nehmen. Dass man die aber umtauschen kann, wenn man traden will oder so. Ja, gut, ja. Hier gibt's doch diese Diamantenschale. Das wäre eine coole Währung. Schön selten. Da droppen auch nicht so viele von. Jo. Ja, das stimmt, aber... Da habe ich ein paar von. Na, wenn du diese Insekten hast da. Genau, die Diamanteninsekten. Da kriegst du Diamantenschards, aber... Die Tropfen oder was? Diese Tropfen, genau. Ja, genau. Nee. Ja, ne, ich würde Diamanten, ne. Ich würde Diamanten trotzdem nehmen, glaube ich. Dieb! Die klauen immer meine Sachen. Okay, dann machen wir nicht Smaragde. Smaragde können nee, nur, nee. Es kann zwar weiterhin Diamanten gegen Smaragde getauscht werden, meinetwegen, dass man dann handeln kann mit Dorfbewohnern oder so. Aber das als Währung primär beim Handeln untereinander, das dann halt, Kupfernuggets. Warum brauchen wir denn drei Einheiten? Ich hätte gedacht, weil manche Ressourcen sind wertvoller als andere. Dass ja, man. Wärst du nur für zwei oder für vier oder nur für eins, Dino? Ne, ob du nun sagst, okay, du kaufst ein Brot. Das hat ja nicht den Nährwert wie von zum Beispiel diese leckere Nudeln und Fleischbällchen. Was ist denn das? Ist das schon wieder so eine Bubu-fressende Pflanze? Ja. Nein, Stine, ich habe mir gedacht, weil so ein Brot ist zum Beispiel
nicht so viel so wertvoll wie zum Beispiel so Nudeln und Fleischbällchen, dass man zum für ein Brot meinetwegen nur Kopfhörer nimmt, für Nudeln nimmt man aber schon Silbernuggets, weil es ja aufwendiger in der Herstellung ist. Aber Cooper schmeißt damit durch die Gegend, also kann es dann, ist es wohl doch nicht so wertvoll. Doch. Es ist schwer zu herstellen. Du brauchst Nudeln. Ja, was brauchst du da für Zutaten? Du brauchst ja viel mehr Zutaten für das, als wenn du dir ein Brot herstellst, ne? Ja. Der passt da. Kannst du auch sagen, okay, für ein Brot nimmst du weniger Geld als für eine Nudel. Für eine Pasta hier. Ne? Ich merke, die Aufmerksamkeit lässt etwas nach. Wollt ihr denn überhaupt ein bisschen, dass die Berufe wichtiger werden? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es gerade viel gespalten. Ich finde schon. Schön. Das ist halt, wie gesagt, bisschen schwierig, weil dann hätte man das Ganze von Anfang an irgendwie aufbauen müssen. Ja, es wurden die Berufe ja auch am Anfang. Hat man doch versucht, aber es kauft ja bei den Läden so kaum einer ein. Ja, eben, weil jeder sich seinen Kram selber macht. Oder ja, darum habe ich auch den Kram momentan braucht, weil er noch mit dem Hausbau beschäftigt ist. Darum habe ich auch gedacht, dass nicht jeder unbedingt alles herstellen sollte. Ne? Wer hat denn eigentlich schon alles ein Haus? Selbstgebautes. Ich habe nur ein Geschäft, das noch umgebaut wird. Wir haben auch ein halbes. Mir fehlt mein Dach noch. Hey, meins wurde geschenkt, aber ich weiß nicht, ob ich noch eins machen soll, also keine Ahnung. Naja, wie gesagt, das ist nur ein Vorschlag. Ihr könnt ja darüber abstimmen, ob die Berufe so bleiben sollen, wie sie sollen, oder ob sie wichtiger werden sollen. Wir machen wieder dieselbe Reihenfolge. Links von mir ist, es soll so bleiben, wie es ist, und rechts ist, die Berufe sollten wichtiger werden. Also beim Lagerfeuer, das soll wichtiger werden. Ja, dass jeder seinen Beruf sich ein bisschen drauf spezialisiert und dass er das exklusiv auch herstellt. Da muss man sich natürlich noch einig werden, wer welchen Beruf nachher wirklich ausführt. Ja. So, und dass man dann meinetwegen mit der Münze ein bisschen handelt. Und Cooper, was will Cooper? Cooper ist neutral. Cooper ist für die gelbe Währung. Du bist neutral, du bist Serverinhaber. Du bist für Cooper-Münzen, ne? Er ist für Freiheit. Ja, ich bin für Cooper-Münzen. Okay, also ihr wollt schon, dass der Beruf. Schildkrötensuppe. Dass die Berufe schon ein bisschen wichtiger werden, dass man ein bisschen. Ja, finde ich schon eine gute Idee, ja. Aber wie gesagt, da hätte man von Anfang an was machen müssen. Ja, jetzt, wo schon viele was haben und ein. Macht die Sache halt ein bisschen schwieriger, weil man jetzt genau diesen Spagat und diese Balance irgendwie hinkriegen muss. Aber es relativ schwierig ist, es zu erzwingen, in Anführungsstrichen. Ja, es war ja aber eigentlich schon da. Es hat ja bloß keiner benutzt. Das habe ich ja bei meinem Laden gemerkt. Es sind alle durch die Gegend gegangen. Es kamen kaum welche in den An- und Verkauf und haben irgendwas gekauft. Es haben sich alles selber besorgt und mein Laden hat nichts abgeworfen in dem Sinne. Es ist halt schwierig, auch alle unter einem Hut zu kriegen. Genau. Habt ihr sonst noch vielleicht auch Vorschläge bei euren Berufen, was zum Beispiel bei, wie Rio schon sagt, ist schon richtig, dass die Rüstung und sowas, wenn man erstmal die Rüstung aufwärts hat, und ich würde auch niemanden hier weg wollen, wenn jetzt einer schon Reparatur drauf hat, das würde ich auch nicht wollen. Aber es gibt tatsächlich noch einige, die jetzt nicht besonders gut ausgerüstet sind, die brauchen natürlich noch was. Ne? Ja, er ist angekommen, ja? Und wir haben praktisch doch gar nicht, wir müssen da ziemlich viel machen. Ja, so viel habe ich selber auch noch nicht. Gerade wie gesagt, und solange der Winter noch aktiv ist, wie gesagt, müssen wir neuen drauf achten, oder sagen wir mal, die Kleinen drauf achten, dass die Eisensachen natürlich heile bleiben. Wir können nicht dauernd losziehen, Eisensachen gehen kaputt, warme Unterwäsche weg und wir erfrieren. Mhm. Ja, das ist halt schwierig. Und du könntest ja auch zum Beispiel, entweder sagst du, okay, die Abenteurer, die viel unterwegs sind, die können ja gern, ich sag mal, die hier mehr in der Stadt unterwegs sind, die brauchen nicht zwangsläufig eine Nazarit-Rüstung. Ne?
ich sag mal, wenn jetzt einer auf Expedition ist, du könntest ja auch Leihrüstung aus anfangen. Genau, wir brauchen Leihrüstung. Die man dann für eine Expedition sich leihen kann. Na gut, Leihrüstung ist dann wieder so, wir haben ein Skillsystem, ne? Zum Bezahlen. Ja gut, dafür... Das dafür können die Leute dann einfach nicht tragen. Dann können sie es nicht kaufen oder mieten. Genau, ich kann zum Beispiel noch keine Dia-Rüstung tragen. Ich bin ja gerade dabei, da mich hinzuentwickeln. Dafür gibt es ja die Mob-Farm, falls man doch noch ein bisschen... Ja, das, wie gesagt, ja, und normalerweise... Die Leihrüstung sollten dann aber schon Reparatur drauf haben, damit der Schmied die dann auch wieder weiterverleihen kann, ne? Ja, das und du nimmst eine Gebühr dafür. Genau. Wäre das noch eine gute Idee? Weil die Mob-Farm fand ich eigentlich... Rio steht aber da, Herr König. Ich sag mal so, die Mob-Farm auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass ihr sie eingeführt habt, auf der anderen Seite finde ich es nicht so toll. Ganz ehrlich. Was? Ja, ich hab's auch nicht ganz verstanden. Ich sagte, die Mob-Farm auf der einen Seite kann ich verstehen, dass ihr die eingeführt habt, auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, finde ich die nicht so toll. Weil ihr dürft nicht vergessen, es gibt Spieler, die kommen ab und zu her. Ja. Also klar, die könnten sie natürlich nutzen, um aufzuholen, aber es gibt ja auch welche, die sehr oft hier sind und die dazu nutzen, um ganz weit voranzukommen, dass die anderen Kleinen im Grunde genommen auch nicht mehr hinterherkommen. Es klaffen ja Riesenlücken im Grunde genommen zwischen uns allen. Ja, es gibt halt einige. Ich kann zum Beispiel auch nicht jeden Tag, jedes Mal da sein, weil ich zum Beispiel bei Niki auch... Ich bin auch nur einmal die Woche der da. Der Sinn des Spiels ist ja eigentlich, die Skillpunkte so zu bekommen, nicht indem man sich in eine Mob-Farm stellt, sondern indem man durch seine Tätigkeiten halt sich skillt, ne? Das ist eigentlich ursprünglich die Idee dahinter gewesen. Aber wie gesagt, ihr habt halt den bequemeren Weg. Ich meine, ich hab's ja jetzt auch genutzt, um wenigstens ein bisschen aufzuholen. Aber es ist natürlich eigentlich nicht der Sinn dieses Spiels, sagen wir mal so. Ja, es ist ja auch Sinn, genau. Man soll ja auch Abenteuer erleben, ne? Genau. Das heißt, man darf, wenn man einen Spawner findet, am besten abbauen und nicht ausbauen, oder wie? Nö, das habe ich ja nicht damit gemeint. Ich habe gesagt, ich kann euch verstehen, dass ihr die mittlerweile habt, aber der Sinn ursprünglich war mal genau solche Dinge nicht zu haben. Ich würde sagen, man baut auch keine weiteren. System, dann kann man ja einfach so, wisst ihr? Stellt man sich einen ganzen Abend dahin und schlachtet Zombies ab, ne? Genau. Aber wäre für so ein Stream zum Beispiel auch langweilig. Genau, und das Problem hatte ich. Dass ich aufholen wollte, weil ich ja nun leider immer erfroren gestorben oder sonst wie verreckt bin. Hm. Und hatte das Problem. Ja, dann musst du vielleicht auch mal offstream spielen. Ja, kann ich ja nicht. Wann soll ich denn das machen? Kann tagsüber gar nicht. Der Server ist auch tagsüber gar nicht an. Ja, und abends, wie gesagt, habe ich andere Verpflichtungen. Nur ein paar Tage an, ne? Ja. Weil das muss auch laufen. Das ist das Problem. Ja, es ist schwierig momentan. Ich würde es ja gerne, aber der ist es schwierig. Ja. Also wie gesagt, auf der einen Seite kann ich es verstehen mit den Mob-Farm, aber wie gesagt, ursprünglich, ich weiß, wie das Projekt ja damals geplant worden ist, war das ja eigentlich nicht so vorgesehen, sage ich mal. Wir wollen ja gemütlich spielen und nicht in Eile und auf der Flucht und so uns hochskillen. Aber wie gesagt, die sind nun da und ich sag mir, wer so nutzt, die wurde schon ausgeräumt. Das ist auch gut. Ja, okay. Sind denn sonst noch irgendwelche Wünsche, Fragen, Ideen oder Jobwechsel oder vielleicht habt ihr auch noch irgendwas? Ich habe nur eine Bitte. Pass auf. Ja. Es wird ja nicht nur den einen Sonnengott hier auf der Map geben. Es gibt ja mehrere. Wenn ihr nochmal einen Lebendigen trifft, lasst ihn leben, weil der vermittelt wirklich Content, weil den kann man nicht respawnen, die spawnen nicht von alleine mehr. Bei den Pillagern, wie gesagt, wenn man die ausrottet, kommen die wieder. Bei dem ist das nicht so und die liefern einen wahnsinnigen, witzigen Content, glaubt's mir.
Lasst sie leben, ich bitte euch. Bitte, 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 bitte. Ja, meldet euch bei Guru, wenn ihr einen findet. Welchen Sonnengott redest du jetzt? Wo war dein Sonnengott? Bei meiner Base hinten. Meiner fleischfressenden Pflanze oben auf dem Und die Berg. Ist wo genau? Hä? Wo ist die? Sine, das ist der Sonnengott, den wir gelootet haben. Ja. Und wenn du genau Nordosten und wenn du weiter nach Westen gegangen bist vom Sonnengott, kommst du nicht weit. Das sind vielleicht 50, 60 Blöcke. Das ist die World Border. Das sind 50, 60 Blöcke und dann kommt Bubus Base. Und ja. Seit wann ist Bubus Base da? Schon immer. Schon sehr lange. Wie schon immer? Die erste Zeit sind wir zusammen losgezogen, also kann das nicht schon immer sein. Nee, pass auf, seit wir aus dem Ort da weg mussten und nach Lunaris umgesiedelt haben, da wo ich dir die roten Steine gebracht habe, das ist nämlich ganz in der Nähe da. Die Sache dabei sehe ich so, wenn ich auf einem Server spiele und irgendjemand irgendeine Struktur lootet, sei es normal Vanilla, eine Ancient City oder was auch immer, dann brauche ich mich ja auch nicht beschweren. Also, einmal auf Klo. Jetzt doof, ja. Verstehen kann ich es, aber ja, es schwierig. Dann hättest du ja noch mal Schilder hinstellen können. Nein, es gibt ja noch mehrere. So ist es nicht. Ich habe ja nur gesagt, lass wenigstens die anderen leben, weil das ist wirklich, wie gesagt, ja, etwas, was nicht wieder respawnt. Also der muss per Hand wieder angeschafft werden. Bei den Pillagern, wie gesagt, ist es egal. Die kommen immer wieder. Er könnte aber auch in diesen komischen Pillager-Bogen oder was das sind, die kommen immer wieder. Ja, aber das war wirklich, weil, ja, es war etwas unglücklich. Ich kann dich da voll verstehen, Bubu, dass du da denn unglücklich bist. Ja. Mach das doch sonst so, weiß nicht, Bubu, du hast dich ja eigentlich erstmal dafür entschieden, nicht weiterzumachen. Willst du das nochmal überdenken oder such doch nochmal zusammen als in eine Expedition? Dass ihr denn nochmal so einen Sonnengott sucht? Ich weiß, dass es noch einen gab, aber der ist auch schon platt. Ach so. Deswegen hatte ich ja gehofft, dass meiner noch lebt und hab dann ja diesen einen Vogel da wegmachen müssen, weil der mich immer gekillt hat und hab dadurch erst überhaupt mitgekriegt, dass da oben gar nicht mehr ist. Weil dieser Vogel mich immer ständig angegriffen hat, dieser komische Weiße. Ja. Den habe ich aber vorgestern platt gemacht halt und da habe ich das erst mitgekriegt. Die haben immer meine Base überfallen, das war voll mega lustig halt. Und die kamen über den Berg runter, ging das dann immer. Ja. Ja. So, sonst würde ich erstmal sagen, dass wir sonst die Versammlung erstmal beenden, damit ihr vielleicht auch noch andere Sachen machen könnt. Ihr müsst ja nicht nur hier rumstehen, ne? Ihr wolltet, glaube ich, auch noch irgendwo hin, ne? Ja. Dass ihr noch, ne? Dass ich euch nicht noch länger aufhalte. Ja. Na gut, gibt ja Sachen, die geklärt werden müssten oder sollten. Also ja. Zeit kann man sich schon nehmen. Also vielleicht kann der der König ja einen anderen Sonnengott überreden, da anzuziehen. Und dann lade ich euch mal ein und dann werdet ihr sehen, wie los. Wenn man die nicht. Ich weiß aber nicht, ob das in meiner Macht liegt, hier jemanden anzusiedeln. Vielleicht klappt das ja. Ich glaube, so mächtig bin ich. Oh, in der Macht eines Gottes. Eines Gottes. Ja, wir haben noch einen Pastor, der kann Gott? Doch. Ich gebe ihm auch eine goldene Karotte. Pastor ist kein Gott. So, eine goldene Karotte. Bist du das? Als Opfer. Also, ich bin auch kein Gott. Wir haben noch einen Pastor, der kann doch Sachen zu Leben erwecken, oder? Kann der Pastor das? Nee, der Pastor ist im Gespräch vertieft. Oha. Wie der Partner im Gespräch vertieft. Womit dieser Gespräch vertieft? Mit sich selbst. Das hat aber getischt gerade. Leben Sie doch, Herr Pastor. Hat Silvi gemacht? Silvi war das. Leben Sie noch, Herr Pastor. Alles gut. Ja, ich bin da. Also ich sehe noch blasser aus als sonst. Wo muss denn Bubus Opfergabe? Wer ist eigentlich das da? Der sieht aus, als hat er einen Wasserkorb. Ah, das ist ein Schal. Ja, sind wir denn jetzt hier fertig oder wie? Ja, dann würde ich noch. Wer hat meinen weißen Schlafsack? Ups, dann würde ich zum Abschluss der Versammlung noch einmal die Flasche erheben und
hoch auf das Königreich Lunaris. Prost! Prost! Prost. Prost. Lang lebe King Kirby! Kirby? Hallo? Bitte Kars. Bitte dann mal weg. Wir bleiben. Kars. Ja, es heißt aber lang lebe der König und nicht lang lebe der Karsten. Nee, das stimmt. Haben Sie Königsten? Lang lebe der König. Okay, dann erkläre ich die Versammlung für beendet. Ich wünsche noch einen schönen Abend in Werden Ladies und Sirs. Und ja, frohes Schaffen, viel Erfolg bei euren Abenteuern. Hinterher, Pastor. Das könnte Tütchen. Nein. Also wie ihr sehen konntet, ist das relativ schwierig, so eine Einigung hinzukriegen. Also, wie gesagt, es gibt halt Teamplayer und es gibt halt nicht so Teamplayer. Es ist immer sehr, sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Also, ich habe mich jetzt erstmal entschieden, ich werde heute, damit ihr noch ein bisschen was hiervon habt, auf jeden Fall meine Base hier weiterbauen. Das heißt, wir müssen mal die Tür hier so ein bisschen verkleinern. Jetzt Frage. Ja, doch, wenn wir hier dann so ein kleines Dach übersetzen, geht das schon. Das heißt, das Ding werde ich hier nochmal raushauen. Das Ding hier. Ja. Und dann schauen wir mal. Also heute werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiterbauen, dass das Ding ein Dach kriegt. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Und es ist, wie gesagt, nicht ganz so einfach, hier Dinge zu machen. So, ich werde mal das Ding auch noch weiter runterholen. Ich finde die genial. Dann brauche ich aber noch ein bisschen mit. Mal. Hm, nicht das Richtige. Nichts, hier hat man auch nichts. Ich glaube, dass im. Da hatte ich ja die anderen Rucksäcke, glaube ich. Okay, wir müssen mal gucken, ob es richtig. Hier war das richtig. Wenn wir mal das richtige Holz aus dem Rucksack holen. Ja. So. Das, den einzelnen, machen wir da mal rein. Hopp. Wir könnten eigentlich das Bettchen hier auf. Das heißt, ich mache das jetzt immer so und setze hier drunter. So, schauen wir mal von außen. Das auch. Ja. Ja. Kai hat mich verstanden. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, das hängt aber auch damit zusammen, wenn man Leute sehr, sehr lange kennt, kann man sich drauf einspielen. Also ich bin ehrlich, ich wusste von Anfang an, vorher schon, bevor ich halt gefragt habe, wer das mit dem Sonnengott war. Ja, also, wie gesagt, es ist immer sehr erstaunlich, dass manche dann hinterher sagen, sie hätten davon nichts gewusst oder so, obwohl man seit mehr oder weniger von Anfang an in dem Projekt halt. Achso, wir wollten ja eine Etage dann noch höher machen, genau so was. Von Anfang an mal gesagt hat, was man halt so vorhat. Das ist halt ein bisschen doof. Hallo. Hallöchen, Herr König. Alles okay? Weil ich habe irgendwie einen Creeper gerade gesehen auf der Map. Kann passieren. Ja, ist ja zwar ausgeleuchtet, aber in meinem kann Haus auch, noch. Kann auch sein, dass es in der Höhle hier drunter ist. Ja, ich glaube schon, ja. Ich habe öfters mal so ein Grummeln oder so hier unter mir. Ja, irgendwie scheint hier was Unterirdisches zu sein, ne? Ja,
Ich bin gerade dabei, alles vorzubereiten, das Dach überzusetzen, damit wenigstens hier, wenn es Winter wird, im Haus warm ist, weil sonst erfrieren mir meine Tiere. Ja, mal schauen, was der Herr Cooper sagt, ob das funktioniert. Das wäre schon schön, wenn man es deaktivieren könnte. Aber wenn es nicht technisch natürlich nicht geht, können wir nichts machen. Ja, wie gesagt, weil das für die ungeübten Spieler oder die, die relativ spät dazugekommen sind, echt schwierig ist. Also ich weiß selbst, dass Dina hat am Anfang echt Probleme gehabt, am Leben zu bleiben. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel gerade 33 Grad, also der Sommer ist genauso extrem. Ja, Ja, ich muss auch erstmal meine Rüstung wechseln, merke ich gerade. Ich habe nämlich auch noch meine Winterrüstung drin. Ne? Das ist zum Beispiel auch so etwas halt, ne, wo man dann halt immer dran denken muss, ausziehen, anziehen. Also verstehst, was ich meine. Und für ungeübte Spieler, die mit Mods nicht so eine Erfahrung haben, ist das relativ schwierig, mal zu wissen, was tue ich wann. Also am Anfang war das ja nur ein Gesterbe bei uns halt, ne? Aber mittlerweile geht's. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gestorben bin am Anfang. Mhm. Ich hoffe, ich konnte trotzdem ein bisschen positiven Input geben. Ja, wie gesagt, es ist halt so, dass im Team einige halt Teamplayer sind und andere sind es halt nicht. Das ist einfach so. Und die alle unter den Hut zu kriegen. Wie gesagt, ich kenne meine Pappenheimer, ich weiß, wie ich damit umgehen kann, weißt du. Also von daher, ich finde es halt nur blöd, weißt du, also weil unser Hündchen hat zumindest sich entschuldigt. Ja, also... Aber wie gesagt, das ist, Ja gut, der wusste es vielleicht auch nicht unbedingt. Nee, der wusste es nicht, aber wie gesagt, Dina wusste. Die wusste es definitiv. Weil sie war ja bei mir zu Besuch. Da habe ich ihr das ja auch nochmal gesagt. Ja. Also, das ist... Und vor allen Dingen arbeite ich ja... Deswegen habe ich ja die Base da hinten gehabt. Wegen der Tiere und dem Sonnengott halt, ne? Und habe ihre die Sachen ja mal geliefert, die sie braucht. Ja, das war halt alles ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ich baue jetzt heute erstmal das Häuschen weiter und dann schauen wir mal. Ja. Ja, mich macht das dann halt auch traurig, wenn die Leute dann auch deswegen gehen. Deswegen hatte ich mir eigentlich auch so ein bisschen Mühe gemacht. Ich habe mir extra eine Word-Datei erstellt, wo ich mir eine kleine Rede und ein paar Notizzettel mir aufgeschrieben habe. Ja. Um ein bisschen die Leute vielleicht auch zu motivieren, auch ein bisschen miteinander. Es ist ja auch ein bisschen Roleplay, soll ja auch ein bisschen stattfinden. Ja, deswegen vor allen Dingen ist es ja für mich die dritte Staffel zu What Pixel. Weißt du, ich weiß, dass es auch anders geht. Das, was mich geärgert hat, sind zum Beispiel diese Spawnfahrer, also diese Spawner, weißt du? Weil das ist etwas, was gerade, wie gesagt, diese Distanz zwischen der Entwicklung von allen schafft. Weißt du, weil nicht jeder hat einfach die Zeit, sich da stundenlang oder off-stream dahinzustellen. Ich kann nun mal abends nur spielen und wie gesagt, am Wochenende habe ich Momentum. Dann habe ich zweimal die Tage 12 Pixel abends und dann habe ich noch dreimal Tage den Community-Server, weil logischerweise muss ich den natürlich auch fliegen. Und bei Coco bist du auch ab und zu mal noch, ne? Was? Wo du uns sagen, Coco musst du ja auch mal immer noch, ne? Bist du noch bei, ja, ne? Ja, ich bin im Bauteam immer noch dabei, ja. Und selbst das ist momentan ganz, ganz schwierig, ja, zu lösen, was ich wirklich momentan gut, er versteht es, aber wie gesagt, das ich habe dann halt auch mal da Besprechungen oder weiß ich was oder so halt, das heißt, ich habe von Anfang an gesagt, also, und am Anfang kam ja noch dazu, dass ja Jorbe ja dann auch noch gelaufen ist von Niki, das heißt, ich hatte nur einen Tag für Sword Pixel. Ja, aber mehr wie 7 Tage streamen und machen und tun kann ich nun mal nicht, aber das ist... Und man hat ja auch noch ein Privatleben, das kommt ja auch noch dazu. Was? Privatleben? Was? ja, kann man das essen? ja, leider nicht. Ja, nee, tagsüber. Für mich ist es einfach Entspannung abends mit meiner Community halt. Jeden Abend zu sitzen und Abenteuer zu machen und Content lustigen aufzubauen, weil manchmal ist mir natürlich auch nicht zum Lachen und dann sage ich immer, ach, ich... Mal, das ist wie, ich sage mal so, ich bin ja da, um zu unterhalten und die Community unterhält mich. Die haben ja auch versucht, mich dann aufzubauen wieder. Wir waren natürlich auch traurig, weil wir uns natürlich drüber gefreut, halt ihn dann irgendwann mal so zu ärgern wieder, weil der blitzt doch immer so rum halt, ne? Ja, wie gesagt, es ist halt schwierig. Ja. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, aber... Wie gesagt, diese Spawner haben eigentlich eher die Wirkung gehabt, halt,
diese Distanz zu bringen. Das heißt, einige natürlich die Zeit haben, ihre Skills dermaßen weit hochzutreiben, wenn die anderen gar nicht hinterherkommen. Ja, ja, also ich denke mal, dass eine Moni oder vielleicht auch eine Christa oder so, oder ich halt, also bei mir ist was anderes, ich nehme mich jetzt mal außen vor. Aber dass zum Beispiel eine Moni, die jetzt eingestiegen ist, oder Nonstop, die erst, der erst kürzlich dazu kam, dass die bis zum Ende des Projekts es nicht schaffen werden, so hoch zu kommen. Dann müssten sie wirklich jeden Tag spielen. Ja. Ich glaube, Rio, die war schon bei. Ja, bei Rio Tech kennt die Mods. Fans auf 32. Ja, Rio kennt die Mods. Die macht die hat immer dieselben Abläufe seit dem ersten 12 Pixel. Das heißt, sie weiß genau, in welcher Reihenfolge, wie man was machen muss, damit man halt diese Dinge tut. Die weiß einfach genau, wie man diese Mods miteinander einfach alle verbinden kann. Und das, wie gesagt, das wissen die meisten nicht. Rio ist eine geübte Mod-Playerin, das ist einfach so. Ja, genau die, wie ein Koopa oder ein Skeletto. Die testen das ja vorher schon. Ja, ja. Die waren immer weiter wie wir. Ja, aber die haben uns Kleinen dann auch geholfen halt ganz oft. Mhm. Ja, aber diesmal sind es halt andere Mods. Und dann ist es halt schwierig, wenn du dann... Da erforschen sie selber noch ein bisschen nebenbei, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich. Und das bringt auch nichts, wenn man dem anderen dauernd alles schenkt, weil sonst lernt er das ja nicht wirklich... Weißt du, die Mods zu kapieren, das ist einfach so. Deswegen, aber momentan lernen geht nicht, weil man ständig mit dem Winter beschäftigt war. Ja, das eine Stadttor hier vorne zum Beispiel, da hat mir Skeletto gebaut und das zweite wollte ich jetzt eigentlich zum Beispiel mit Silber drüben von der anderen Seite hinten auf eine Ecke kommt ja noch ein Stadttor hin. Ja. Das wollte ich dann versuchen mit ihm zu bauen, dass man die Create-Mod zum Beispiel kennenlernt. Genau. Die haben wir auf unserem Privatserver eigentlich auch schon drauf, haben sie aber nie wirklich benutzt, weil wir sie nicht richtig verstanden haben. Ja, und ich habe ja auch gesagt, dass ich zum Beispiel für meine Tiere, für Fütterung und weiß ich was, brauche ich ja auch bestimmte Sachen. Es gibt nämlich auch Futtermaschinen und sowas alles. Das ist richtig. Die könnten noch ein Zoo gebrauchen. Ja, zum Beispiel halt, ne? Er sagt, dass ich noch, wie gesagt, ich wollte das so machen. Ich habe ja gerade. Es bringt ja nichts, die Tiere in den kleinen Käfigen zu lassen. Das heißt, sie brauchen ja dann auch noch größere Käfige, wo die untergebracht werden. Deswegen hatte ich ja gesagt, das Gelände eignet sich hier natürlich perfekt hier. Weil das kann man richtig schön machen. Aber wie gesagt, ich habe mit dem Hund hatte ich ja abgemacht, wenn ich spezielle Türen brauche oder weiß ich, bestimmtes Holz, dass ich das drüben halt in Bestellung gebe und er macht mir das. Weil das wäre Quatsch, wenn ich die Maschinen hier nochmal aufbaue, weißt du? Ja. Aber so bestimmte andere Sachen. Eigentlich. Ja, bestimmte andere Sachen brauche ich halt. Und da muss ich mich mit den Mods auseinandersetzen. Ja. Ja, ich hatte, halt schwierig. Ja, man hätte sowas vielleicht wie die Königswahl oder was auch immer, wo einer, der mal sich Gedanken macht, vielleicht auch, hätte man vielleicht auch schon ein bisschen früher durchziehen sollen, dass man ein bisschen früher mal sozusagen sich abspricht. Ja. Ja, wie gesagt, wie gesagt, also einige sind ja bei den anderen Sword-Pixel-Folgen auch schon dabei gewesen. Das heißt, wir haben ja immer eigentlich mit Berufen und solche Sachen gemacht, also in eine bestimmte Richtung. Dass das diesmal nicht so klar war, war mir persönlich nicht so bewusst, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich mache Abenteuer und Tiere halt. Und halte ja auch die ganze Zeit dran fest. Aber es ist halt schwierig, weißt du, wenn andere über die Map rennen und ohne Sinn und Verstand halt die ganzen Dinge ausrotten und zusammenlooten, was da Zeug hält, obwohl es mit ihrem Beruf gar nichts zu tun hat. Das ist doof. Das hat mich geärgert. Das hat Niki und Sky zum Beispiel auch ganz toll gestört, dass sie zum Beispiel auf Expedition gehen und überall, wo sowas looten wollen, alles schon leer. Ja, genau. Und deswegen... Weil ich bin ja auch unterwegs gewesen, habe aber meine Tiefen mitgenommen, ne? Meine Fluffys zum Beispiel, meine Flatter da gefangen und so halt. Die kennen sie sozusagen Tierhandlung. Ja. So, wir haben hier, achso, hier wird gerade gezeigt. Ja. Rundgang gemacht. Genau. Stadtführung. Ja. Siehst, Chris kann auch Stadtführer machen. Ja. Ne, wie gesagt, also das ist halt sowas, wo ich sage, da merkst du ganz deutlich, wer Teamplayer ist und wer nicht halt. No? Also wenn man kann ja auch über die Map als Abenteurer gehen und Abenteuer erleben, ohne alles wegzulooten, sondern man nimmt sich einfach nur die Dinge, die man braucht.
Ja? Ja. Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe so viel Krempel gehabt, wo Christa noch nicht da ist. Und Christa meinte so, ich würde gerne Magier machen. Wie gesagt, okay, Christa, komm, kriegst alle magischen Sachen von mir. Frag sie mal, was sie alle gekriegt hat. Selbst mein Kürbisstab, den ich damals esse. Weil was soll ich denn warten, bis ich Level 25 habe in Magie? Wie soll ich denn das machen? Und wenn du das hast, kannst du immer noch einen neuen machen, ne? Oder ja, kannst du bloß finden? Ja, ja, klar. Die Kürbisse liegen noch überall rum. Ja, achso, kannst du aber craften, okay. Nee, da nee, du, kann nicht craften. Das ist der Kürbis mit den Kerzen drumherum. Achso, aber die findet man ja. Ausgelöst. Die findet man deutlich dauernd, ja. Ja, na, dann kannst du ja, wenn du das Level doch mal irgendwann erreichst, immer noch die einen neuen. Ey, ich habe ja auch meine Kuchengabel, die Heugabel, wo die Pitchfork brauche ich ja eher als Tierhändler. Dein Argument war, Spitze, Könige genau. zu werden. Kuchengabel, ich habe die größte Kuchengabel, genau. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ja, ich habe den größten Kuchen. Nein, ich habe das wildeste Tier oder so, nee, wie gesagt. Ja. Ja. Weil das war nämlich so der Content, den ich eigentlich geplant habe, wenn ich quasi eine Möglichkeit habe, eine Expedition halt zu machen, kann man so einen einen vom Volk des Sonnengottes auch in seinen Käfig sperren. Das war eigentlich so der Content, den ich verfolgt habe. Ja. Also ich hoffe, dass so Rio und Cooper und so das hinkriegen, dass er nochmal da hinten hinkommt. Und ich hoffe, dass die anderen den jetzt in Ruhe lassen. Ich hoffe, Cooper hat den Wink mit der Kuchengabel verstanden. Ja, ja. Ich denke mal schon. Nee, weil ich hatte denen das auch gesagt, die fanden das auch nicht so toll. Weil das ist ja, wie gesagt, etwas, was ja nicht wiederkommt. Also das ist ja auch so, was ich sage. Wenn man weiß, es gibt bestimmte Mobs, wenn du sie ausrottest, tötest, dann ausgerottet sind und nicht wiederkommen. Das macht keinen Sinn, weil es macht ja auch den Content kaputt. Weil ich finde das zum Beispiel ja mega lustig, vor dem Zyklop immer davon zu rennen halt, ne? Ich liefere dann immer ein Gefecht, aber wenn du den einmal tot hast, ist er tot, dann ist er weg. Kommt auch nie wieder. Ja, ne? man hätte sowas ja auch, wenn jeder das machen will und man weiß, da gibt es nicht so viele von, hätte man auch sagen können, okay Leute, hört mal, am Donnerstag möchte ich den in meinem Stream klatschen. Ihr könnt ja gerne mitkommen, wenn ihr mitmachen wollt. Ne? Oder eine Audienz, man kann dich ja als König zum Beispiel bitten, mit dem dann zu verhandeln, das ist halt ein anderes Königreich. Weißt du? Da kannst du so lustige Geschichten machen, aber das ist halt so, was ich meine, es ist auch nicht jeder ein Roleplayer halt, ne? Also, deswegen habe ich eigentlich das jetzt hier so ein bisschen versucht, irgendwie mit den Berufen ein bisschen das. Ja, ist immer manchmal verwirrend, wenn du im. Ja. Mit deiner Community, mit deinen Stimmen im Kopf sprichst. Ja. Ja. Ja, dann mal gucken, ob man die Berufe trotzdem noch ein bisschen in die Gänge kriegt. Das ist ein Versuch. Mehr kann ich auch nicht machen. Ich versuche mir ein bisschen. Ich versuche mich halt mit Alex Mobs auseinanderzusetzen, was sehr schwierig ist, weil da du nämlich nicht zum Beispiel die generierten Bäume hier nehmen kannst. Du musst die Samen und alles nämlich umwandeln, um Vanillabäume zu kriegen, weil ich habe ja auch schon Elefanten mit Sattel und allem drum und dran. Und der frisst aber nur von Vanilla generierten, also reinen Java-Bäumen sozusagen, keine gemoddeten Bäume, frisst er die Akazienblüten. Weißt du? Das zum Beispiel, und das tun die ganzen Alex-Mobs halt, ne? Das ist relativ frickelig rauszukriegen. Also ich bin froh, dass Cooper zwischendurch das immer austestet, wie wir die Tiere alle dressieren können. Weil mein Ziel ist es ja, von jedem Tier im Grunde genommen irgendwas hier anzuschleppen. Da finde ich, habe ich genug. Da muss ich nicht, ich komme ja immer nicht dazu, diese Mod zu spielen. Nicht, dass ich nachher eine Stadtmauer noch anbauen muss. Das kann passieren. Wie gesagt, einen Elefanten habe ich schon, aber das wird ein sehr langer Weg, um hier anzukommen. Aber das kriege ich hin. Das ist ja dann auch wieder ein Content, weißt du? Und ich versuche ja wie eine Arche Noah. Ich hatte erst überlegt, ob ich eine Arche Noah hier baue, weißt du, auf dem Wasser, auf dem Fluss. Ja. Aber ich denke mal, da wird noch ein Schiff hinkommen. Aber wie meine Frage stellt, wie gefällt dir eigentlich das Stadttor? Ehrliche Meinung? Ja, ruhig ehrlich immer. Ich finde es sehr, ich sag mal,
quadratisch praktisch gut. Ja, das ist halt tatsächlich an die Stadtmauer von Konstantinopel angelegt, das, wie meine Rolle ja auch ist. Ja. Und die sind tatsächlich so eckig, die Türme. Ja, ja. Aber auch so ein bisschen die Blockvarianz. So, es fehlen so Risse in den Mauern und so. Habe ich allerdings noch vor, das nachträglich noch einzubringen. Da muss einfach mehr, wie sagt man immer so, mehr Blockvarianz, würde Kroko sagen. Siehste, ja, ich bin ja auch kein Kroko, das will ich damit. Und ich bin auch kein Kaiser Aventus, der hat mir auch ein paar Tipps gegeben. Ja, ja. Aber vom Aufbau her finde ich die cool. Ja. Na, die Blockvarianz. So. Ja. Guck mal. Der Herr Kirito, also Marcel, hat ja schon gesagt, ja, er weiß gar nicht, an wen er noch Steine kaufen soll. Er kann mir zum Beispiel moosige, rissige Steinzüge verkaufen, genau. Die ich dann einbauen kann. Gut rein, ja. So ein bisschen Verwitterung und kaputt. Und die sieht so nagelneu, aber momentan ist es halt noch nagelneu, das kommt ja später. Die ist frisch gebaut, ja. Ja. Vielleicht ein bisschen drauf rumtrampeln, dann geht die bestimmt kaputt. Oder Stine mit ihrer Axt. Ja, abnutzen, alle drauf rumhauen, anknabbern, ablecken. Ja, sie ist ja auch noch lange nicht fertig. Und ist halt auch viel Arbeit. Habe ich mir auch viel Arbeit aufgebrummt. Ja. Nee, wie gesagt. Aber ich wollte sie erstmal fertig haben und dann wird verschönert. Nee, wie gesagt, für mich ist einfach so, dass ich jetzt sage, ich baue jetzt die Tierhandlung hier weiter, versuche da ein Dach aufzusetzen heute. Mhm. Und dann werde ich halt wieder unterwegs sein, wie gesagt, die Tiere von der anderen Base holen, mir Gedanken machen, wie baue ich hier den Zoo, wie kriege ich die großen Tiere hier, also, also mit Rio, wie gesagt, stehe ich im Kontakt wegen Dracheneiern, also mit diesen faulen Eiern, wenn du verstehst. Ja. Diese komischen Vögel. Die Basilisken meinen Sie? Basilisken, das sind für mich ganz schreckliche Vögel, weil von denen bin ich am meisten gestorben schon. Wegen den Viechern. Ja, die sind aber ganz böse zu mir. Ja. Ja. Ich bitte mal kurz zu entschuldigen. Ich habe gerade eine Eilmeldung gekriegt. Ich wurde gerufen. Ich muss hier auch weiterbauen, weil es wird schon wieder Nacht und dann falle ich hier nachher. Wir wollen nicht so, dass der Winter so schnell kommt, ne? Naja, so, deswegen. Da der Frohes Schaffen noch. Ja, tschüss, Herr König. Tschüss. So. Dann bauen wir hier mal weiter. So. Ja, wie ihr seht, die einen sind bereit, was zu ändern und bei den anderen ist es halt so, ich bin's halt gewohnt. Ich reg mich dafür auch nicht auf. Also, ich habe auch drüber nachgedacht, also es wäre... Wie gesagt, auf der einen Seite habe ich überlegt, halt das erstmal im Singleplayer zu machen, alles. Auf der anderen Seite sage ich mir, oh, das ist irgendwie so für mich so ein bisschen unfair gegenüber den Spielern, die versuchen zumindest was zu ändern an ihrer Spielweise. Aber das, was zum Beispiel, wie gesagt, für mich absolut No-Go ist, in so einem Spiel Mobfarmen zu benutzen, das ist für mich eigentlich ein absolutes No-Go. Weil dadurch halt, wie gesagt, die Spieler in den Vorteil kommen, die viel, viel öfters hier sind. Und, oder länger spielen. Also ihr wisst, es ist ja keine böse Absicht, sondern ich habe halt nun mal einen Community-Server und um den muss ich mich kümmern. Ja, meine Leute, die dort halt, wie gesagt, spielen, die kommen ja darauf, damit sie mit mir zusammen spielen können, ne? Die wollen ja hier nicht alle irgendwelche Einzelkämpfer machen oder so. Also wenn ich sage, ich spiele mit euch, dann meine ich das auch. Also ich mache mich da auch nicht so rar. So, jetzt muss ich mal gucken, wie... Kurz, Moment, ich muss mal kurz gucken, das Dach hier am besten. Ja, okay. Ich hab schon gefunden, wie ich... Also wie gesagt, da ist halt so bei mir der Punkt, wo ich dann sage, natürlich sind Main-Projekte mir auch wichtig. Ihr müsst aber wissen, dass ich mit Cooper und Skeletto und Rio schon sehr lange Dinge zusammen tue. Ja. Und ja, ich weiß auch, wie gesagt, wie die halt zu diesen Mob-Farmen stehen. Aber auf der anderen Seite ist klar, wenn die Mehrheit das halt so wünscht, dann muss man halt auch manchmal so ein bisschen ihnen entgegenkommen, wenn sie es brauchen. Okay. Aber das erklärt halt eben diese große Diskrepanz zwischen den Skillpunkten hier.
Na, dass die einen sehr weit sind, die vielleicht gar nicht so geübt sind in den Mods, ja, aber dass sie halt sehr weit. Also ich habe, wie gesagt, keine Zeit, mich da stundenlang AFK, also quasi off-stream dahinzustellen und in dieser Mob-Farm da mein Unwesen zu treiben. So. Ich finde die Idee mit dem Dach hier doch ganz schön. Wir machen nur so einen flachen Bungalow. Okay, gut, das heißt da und dann müssen wir da auch nochmal. Okay. Es ist ein bisschen schwierig, das Dach jetzt hier raufzusetzen, aber das macht. Können wir uns natürlich die Leiter hier zugebaut, ist natürlich auch genial, aber in den Bäumen geht's. Mal kurz hier. Und muss die mal hier. Okay, mehr Leitern haben wir nicht. Dann gehen wir mal kurz schlafen. Ein Schreiner wäre gut. Weil wir haben ja schon ein paar Möbel gemacht, aber das werden bei Weitem nicht alle sein. Und VNG Rian, herzlich willkommen bei den Klötzchen. Sorry, ich musste mich gerade mal ein bisschen, was so die letzte Zeit mit dem Projekt abgegangen ist. Aber ich finde, das ist auch wichtig, weil ihr zwischendurch ja auch meinen Unmut hier aushalten musstet. Weil, wie gesagt, ich spiele seit der ersten, seit dem ersten Bad Pixel, also seit dem ersten Teil der ersten Serie. Serie, genau. Seit der ersten Serie Sword Pixel mit. Und diesmal wurden halt die Mods alle überarbeitet. Weil damals es halt immer passierte, dass einige Mods miteinander nicht kooperierten. Und das heißt, wir haben also mit Serverabstürzen zu tun gehabt. Oder es leckte fürchterlich und all solche Dinge halt. Und wir haben halt überlegt, dass dieses Mal halt, ja, wie gesagt, viel mehr Varianz auch rein. Also, dass auch Roleplay möglich ist. Das war beim letzten Mal war einfach too much. So, jetzt haben sie schon abgespeckt. Jetzt haben wir aber das Problem, Thema Mobform. Passen. Ich kann euch ja mal fragen, in der Community, findet ihr, dass Mobfarm in so ein Projekt reingehören, wo du im Grunde genommen Skillpunkte machst, indem du ja Dinge an Fortschritten erzielst? Ne? Also, wenn du Kohle abbaust oder weiß ich. Und du natürlich dich mithilfe dieser Skillpunkte immer weiterentwickelst. Findet ihr Mobfarm gerechtfertigt? Oder würdet ihr auch so ähnlich denken wie ich, dass ihr sagt, nee, die gehören da nicht rein? Wie gesagt, die sind nun mal da, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Aber wie gesagt, für mein Gefühl gehören die nicht hin. Weil wir haben das in den anderen Sword Pixeln hatten wir das auch nicht. Wir hatten keine Mob-Farm. Wir haben im Grunde genommen alles, was wir an Fähigkeiten gelernt haben. Im Grunde genommen, wir hatten auch nicht das Skillsystem, aber du brauchtest halt schon bestimmte Erfolge, damit du andere Dinge halt entwickeln konntest. Ohne das ging's halt nicht. Und da haben wir auch keine Mob-Farm gebraucht. Also, weiß nicht. Also, ich finde die eher störend. Es wäre nett, wenn ich mal. Wer einen Magie hat, kann den Zauber darin ewig verwenden, da habe ich nicht. Dauer. Ja, das ist. Das sind alles so Dinge. Es ist, wie gesagt, es ist halt schwierig. Ihr seht selber, es ist halt schwierig. Also ich sag mal so, ich habe für mich einfach gesagt, ich werde die Mod im Grunde genommen jetzt endlich mal durchspielen. Und zwar ist das die Alex Mod mit den Tieren. Weil diese 2-Pixel rein leider immer so, ich sag mal so, ich hatte nicht wirklich Zeit.
Weil man war mit zu vielen anderen beschäftigt. Zum Beispiel Zauberhüte craften und fliegende Besen. Jetzt habe ich ja meinen Schwimmreifen. Und naja. Das ist eigentlich eher Gag, als was ich nutze. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Also ich möchte irgendwo so wirklich das mit dem Beruf machen. Das heißt, alles, was mit diesen Tieren zu tun hat, wie gesagt, das Futter, die Reisen, also die Abenteuer dazu und vielleicht den Handel oder was auch immer halt. Ne? Ja, wie es Maragde, ja, man was zu Währung gewählt hat. Ah, okay. 1 von 10 Diamanten, die man fördert, zahlt. Okay. Na, dann passiert mir nichts, weil ich hab, glaube ich, nicht. Ich hab das meiste alles kristallig. Damit sie halt anfangen kann. So, ist ja schön, dass wir jetzt wieder weitermachen können. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Leitern. So, schauen wir noch mal. Ein paar Leitern. Habe ich nicht. Mir fehlten dann noch welche. Boah, ich denke mal, die. Dass wir da oben wieder aufs Dach kommen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt beigehen und Kupferzeug zu machen. Und da haben wir ja gelernt. Wo ist mein Rucksack jetzt mit dem. Da, das ist der Rucksack, mit dem ich das machen kann. Okay, wir müssen ihn aufmachen, dann müssen wir das Kupfer hier rein. Dann haben wir. Habe ich jetzt die mit den vielen oder habe ich die anderen genommen? Moment. Dann das mit den kleinen war das okay. Okay, mit den kleinen. Mit den kleinen. Nee, Kupferschindeln haben wir genommen. Okay, guck mal, Schindeln haben wir jetzt. Und dann brauche ich. Ja. Ja, was ist denn? Okay. So, Hallöchen. Wen höre ich denn da? Hallo, Netto. Hallo? Hallo? Ach, da unten krebsen die. Okay, wir gehen wieder nach oben weiter, das Dach machen. Okay. Okay. So. Die Bäume, die hier immer ewig weiter wachsen. Wahnsinn. Okay. Gut, dann müssen wir hier auch noch sein Ding hin. So. Okay. Jetzt bin ich. Warte, überlegen, weil ich habe hier noch das Treppenhaus. Das würde ich auch anders ranbauen. Das heißt, das so machen. Bitte mal. Da müsste dann. Nein, andersrum. So doof, du musst doch andersrum. Geh mal nach unten, versuchen das. Das ist ja ich war gerade irritiert. Okay. So, weil ich muss nämlich genau gucken. Moment mal kurz. Zeiten. Besteuerung eingegeben. Rollen. Halt. Ab. Dann muss. Ja, dann muss ich. Genau. Wieso schwimmt sie da rum? Warum tut die das? Ich weiß. Wir schlagen uns hier wieder durchs Gestrüpp. Anfangs sehen die Dächer immer ein bisschen doof aus. Wenn man dann so ein bisschen die Grundgerüstform hier hat.
Aber die Idee mit dem Zoo finde ich gar nicht so schlecht, weil ich wollte ja ursprünglich, wie gesagt, eine Arche Noah bauen. Auf dem... Vielleicht machen wir das auch noch. Kommt ein bisschen drauf an, wie lange dieses Projekt überhaupt läuft. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es ein bisschen länger laufen würde. So, okay, dann haben wir hier das. Das muss ich echt mal gucken. Warte mal, ich glaube, der ist hier falsch. Warte. Anders sitzen. Hey, drehen. Nicht so rum. Drehen. So. Wohin? So. Dann muss er hier. So hin. Okay. Ja. Und das verschönern können wir das immer. Da, okay. Er ist. So. So. Okay, das haben wir schon noch. Hier hin. Das wird. Mach mir da nicht so einen Kopf. Das kriegt. Wir müssen den hier auch noch einen vorziehen. Aber vorher noch den umgedrehten hin. Nee. Dann noch. So hin. Und ja. Okay, die Ecke haben wir schon mal. Jetzt müssen wir sehen, dass wir das gleiche hier auch noch mit. Jetzt nehmen wir den hier weg. Den hätte ich lassen können. Okay, dann müssen wir den hier. Hallöchen. Das war mal ein kurzer Besuch gerade. Okay, dann setzen wir. Das wird aber hübsch, Bubu. Ja, das wird auch relativ schwierig zu bauen. Ich warte so ein bisschen. Ich muss wahrscheinlich hinterher doch nochmal was korrigieren. Ich muss. Warte mal. Das ist schon zu viel. Ich bin hier schon viel Zeit. Weil ich muss ja um die Ecke bauen, nicht? Okay. Aber kommen Sie ruhig rum, hoch, verehrte Niki. So, siehst du? Die Ecke wollte ich da machen. So. Bis denn, Bubu, das hörte ich leider nicht. Ah, warte mal. Niki, ich hatte mich gemutet. Sorry, ich rede die ganze Zeit mit dir und hab mich gemutet. Ja, und ich habe gedacht, du bist beschäftigt und kannst gerade nicht. Deswegen wollte ich gerade gehen. Alles klar. Ich habe nur die eine Treppe habe ich dir hochgegeben. Danke. Da unten liegen. Sieht auf jeden Fall schick aus. Ja, ich hoffe doch. Gucken Sie mal meine tollen Türen. Die sind nicht schick. Oh, wie gehen die denn? Die. Die hat mir das Hühnchen gemacht. Sie meint Silber. Ja. Die sind cool. Hey, macht Spaß. Schönes Spielzeug habe ich auch schon gemacht. Okay, ich muss den doch nochmal wecken. Ja, ich wünsche dann noch einen schönen Tag. Ja, ich dir auch. Also, wie gesagt, ich habe hier groß viel Arbeit. Bin gespannt, wie es fertig aussieht. Ja, ich auch. Gut. Tschüss. Tschüss. Einer muss weiter. Nee, der muss doch andersrum. Was tue ich denn hier? Warte mal. Nee, der ist doch. Nach unten. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, das ist einer nach außen.
Okay, hier haben wir aber zwei. Knobelaufgabe. Das heißt, er hier. Hat's doch. Ja, der ist doch auf dem. Es ist doch richtig. So, jetzt muss ich aber gucken. Weil. Warte mal, wir können das auch so machen. Haltet mal. Weil hier kann man ja auch noch ein Dach drüber setzen. So, wir machen das mal so. Dann muss ich da rüber. Es ist alles kompliziert hier. Komplizierter Dachbau. Ey, wir müssen das gar nicht so kompliziert bauen. Wir brauchen ja eigentlich das Haus mit dem Rand. So, umranden wir das eigentlich. Ach, das kriegt einfach einen Anruf. Ach, machen wir es gar nicht so. Detailhosen sind die Zeitschrift. Pump! Autsch! Was? Was ist passiert? Kumpa hat mir einen Pfeil angeschossen. Oh, komm in mein Häuschen. Ich bin in deinem Häuschen. Da regnet zwar immer noch rein, aber ich bin. Ja, es ist nass hier. Tut mir leid. Wieso ist denn nass bei dir? Ja, weil ich mal gerade mein Dach baue. Ich bin gerade oben auf dem Dach und baue mein Dach. Ich seh dich nicht. Wo bist denn du? Oben auf dem Dach. Ich seh dich nicht. Ah, doch, da. Herr Bubu, wo hast du jetzt die Niki hingeschickt? Die ist von alleine weggegangen. Ja, aber wo ist sie hingegangen? Ich weiß nicht. Ich bitte mal nicht. Weißt du nicht. Weiß nicht. Oh, dann können wir das nämlich hier so machen. Oh. Nur die Seite. Das andere machen wir dann regulär. Alles. Vielleicht kriegen wir dann noch so eine kleine Mini-Etage rein oder ein Türmchen oder was der Geier auch. Wir werden sehen. Warum ist hier eigentlich schon wieder Nacht? Aber hier ist hell, hier kann man arbeiten. Machen wir vorne nur so. Ach, da. Einfach rum und dann basteln wir da irgendwie Fenster rein. Das kriegen wir hin. So. Okay. Guck mal, das hier. Ah, dann kann man hier hoch, nicht runterfallen. Hier rüber gehen. Weg hier. Dann machen wir das hier. Muss man nur den Hochhang fürs Töpfchen. Mann, du bist bereit. Ich bin bei mir, sagt sie. Okay. Das habe ich zu spät gelesen. So. Das heißt, das machen wir hier zu. Das. So. Weg. Oh Mann. Oh. Ist das? Ah ja, einfach hier rein. Okay. Kontrollieren wir hier nochmal nach. Weil hier haben wir ja auch so eine kleine, hübsche, kleine Dachöffnung. Und hier hinten müsste das eigentlich alles so sein. Ja. Also dieser Baum, der ist ja nervig. Ich glaube, den fällen wir gleich mal. Der wächst ja dauernd nach da. Okay, das heißt, hier müssten wir wieder einen umgedrehten machen. Einen umgedrehten. Ich hoffe mal, ich muss mich in durch den Wald durchschlagen. Das geht gar nicht. So, den wieder so rum. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Baum da weg. Der stört. Oh, meine Dächer liegen ja sowieso alle unten rum.
Aber ich denke mal, das passt ganz gut. Schaut mal. Was sagt ihr? Das ist doch ein hübsches Dach. Sollte ich mal so meinen. Hier könnten wir dann noch so ein Treppenfenster reinmachen. Das machen wir dann auch noch. Hier kann man Lager machen oder was auch immer. Also, es wird. Das, wie gesagt, wird dann auch noch ein bisschen anders. Es kriegt noch ein bisschen mehr. So, tut mir leid, lieber Baum, aber das geht mal gar nicht. Du stehst mir hier dauernd im Weg. Wir müssen dich leider fällen. Danke. So, okay. Ach. Naja, gut. Geht nun mal nicht an. So, okay, dann gehen wir wieder hoch und da. Was denn da jetzt weiter die Dinger hier rein? So, das heißt hier. Das wird ein ziemlich hohes Dach auf der Seite. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir haben ja genug Kupfer und wenn nicht, besorgen wir uns noch welches. Also wie gesagt, ich werde jetzt erstmal vor ein bisschen weiterspielen. Werde gucken, wie das sich entwickelt hier. Weil ich fände das auch sehr schade, weil ich das Projekt eigentlich immer bis zum Schluss gespielt habe. So, jetzt muss man mal rüber. Wundert euch nicht, ich brauche meine Leiter hier noch. Und wir schauen mal halt, wie das so sich dann noch in. Es ist halt sehr, sehr schön. So, wir haben hier bis dahin. Hier haben wir, brauche ich wahrscheinlich dann so. Also nicht nur wahrscheinlich, da brauche ich Stufen. Also wie gesagt, da können wir oben dann schöne Fenster einbasteln oder so eine Vogelvoliere, habe ich mich überlegt. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, wenn das jetzt relativ hoch ist. Weil wir können natürlich oben dann, wie gesagt, müssen wir mal gucken, also wie das Dach zum Schluss aussieht. Vielleicht kriegen wir so eine Kuppel rein, wo wir Vögel fliegen können. Ihr wisst doch, ich habe doch die Hummingbirds und so eingefangen. Also diese Kolibris. Also, mit dem man ja... Ich finde übrigens diese Werkbank in meinem Rucksack sehr angenehm. Weil man Dinge machen. Wie ihr seht. Also ich stehe hier mitten auf dem Dach, muss mir um Werkbänke keinen Kopf machen. Kann das hier einfach im Rucksack erledigen. So, nehmen wir mal hier uns mal noch solche und Kupferfliesen. Und da könnten wir die dann von machen. Also ich finde das gar nicht so schlecht, wenn halt so ein bisschen gemischt, nix, alles ist. So, ich muss mal den wegnehmen. Gehen und dann packen wir mal da hinten die. Die haben eine schöne Abschlusskante. So. Okay, ich denke mal, das passt hier sehr schön hin. Und dann werden wir mal weiter mit denen hier hantieren, dass wir das hier. Wie gesagt, also wir. Ui, die sehen anders aus. Schaut mal. Die sind aber hübsch. Da könnte man auf dumme Gedanken kommen. Habe ich allerdings die falschen Craft. Das ist wieder so. Kupferfliesen. Weil das sind ja Kupferfliesen. Das ist, sind ja Bodenfliesen. Also ich... Sehr hübsch. Aber sie sehen halt anders aus. Seht ihr? Die passen jetzt hier nicht wirklich schon. So, dann muss ich mal gucken, ob ich noch Kupfer habe. Wenn nicht, machen wir erstmal den Boden. Abralot. Hab ich die falschen Fliesen genommen? Weil für die Stufe ist es nicht weiter schlimm. Schlimmer ist, ja. Egal. Egal. Ich hab die. Nein, das ist der falsche Rucksack. Ah, es kann passieren. Wenn man da so ein bisschen im Wahn ist. So. Weil ihr seht ja, hier ist so viel im Angebot. Und da weiß ich, dass. Die halt. Hatte. So, das sind die, die ich hatte.
Ich hatte ja keine Kupferfliesen, ich habe Kupfer. Ach, sag schon, Kupfer. Ja, das andere Kupfer. Ja, ist keine Ahnung, wie das wirklich. Also, wie gesagt, auf jeden Fall die andere Kupfervariante hatte ich. Also nicht diesen, sondern die Schindeln. Kupferschindeln, Mann. Genau. Aber das kann passieren halt. Also, macht ja nichts. Dann besorgen wir uns halt jetzt noch ein bisschen Kupfer. Dann haben wir gleich noch ein bisschen Abenteuer wieder. Warum nicht? Und da. Das ist ja nicht weiter schlimm. Man braucht ja dann eigentlich. Vielleicht habe ich auch irgendwo noch Kupfer, was ich einschmelzen kann. Wir müssen mal gucken. Das kann auch sein, dass ich noch. So, zumindest haben wir jetzt mal den Fußboden hier drin. Den Warpstein, den versetzen wir dann später auch noch. Hier soll das Treppenhaus rein. Jetzt ist die Frage, wir haben ja nicht eine zweite Etage momentan, aber es wird definitiv eine entstehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Treppe hier quasi so und dann so geht. Ja, also hier und so. Okay, gut. Dann werden wir mal schauen. Habe ich hier noch Kupfer? Nein. Habe ich hier noch Kupfer? Da habe ich jetzt nur diese falsch gecrafteten Kupferteile drinnen. Nein. Habe ich hier noch irgendwas? Da ist noch ein. Okay, jetzt schauen wir in den mal rein. Was da drin ist, haben wir auch keins. Okay, es hilft alles nichts. Es hilft Tatsache alles nicht. Wir werden jetzt das Zeug hier einsaugen. Halt. Ja, doch. Den können wir da noch hin. Gehen. Das. Pfeile brauche ich. Das Eisen nehmen wir auch mal vorsorglich mit. Ihr seht, guck mal, wie kaputt meine Sachen sind. Das ist. So, die Spinnenweben brauche ich jetzt nicht. Und diese Kupferdinger brauchen wir nicht. Das. Ich nehme ein bisschen Holz mit. Ich merke mal, es ist immer noch Sommer, von daher passt alles. Genau, schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ich nehme mal die Mobkäfige mit. Ich glaube, in dem anderen habe ich auch noch ein bisschen trinken. Das heißt, ich muss mal kurz irgendwo Wasser suchen. Ich glaube, hier ist keins, aber da unten ist Wasser. Denn ich mache mal kurz Wasser und mache mal kurz Wasserflasche. Wir haben es jetzt 22 Uhr. Okay, ich habe noch ein bisschen. Dann machen wir kurz Wasserflasche. Also, folgender Plan. Ich werde quasi jetzt. Beim nächsten Mal auf Kupfersuche gehen. Ja. Also ihr seht, das Kupfer passt da perfekt zu. Ich werde jetzt hier die Flaschen reinschmeißen. 13. Machen wir jetzt noch. Und ja, dann werde ich heute dann im Grunde genommen mich hier verabschieden. Ich habe noch was zu tun. Meine Männer noch heute baden. Genau. Da sind noch welche. Habt ihr gesehen? Ganz viel. Okay, dann packe ich die mal rein als Erinnerung. Vergesse ich das. Ich finde die so genial. Ich finde die so toll. Schaut mal. Die nicht genial. Okay. Also, nächstes Mal. Ich setze mich mal hier hin. So, nächstes Mal. Hallo. Ich weg. Falscher Knopf. Okay. Also, nächstes Mal werden wir dann werden wir dann auf Kupfersuche gehen. Ja, also, ich habe jetzt eine kurze nicht viel gecraftet, aber ich sag mal, ich wollte die erst später machen. Weil ich finde die natürlich auch sehr hübsch. Wir werden nächstes Mal auf Kupfersuche gehen. Wir werden dabei schauen, ob wir wieder irgendwelche Tiere finden. Wir werden mal gucken,
hinten an meiner anderen Base in meinem Lager, was wir dort noch gebrauchen können, ob wir unsere Rüstung reparieren können und all solche Sachen, weil ihr habt ja gesehen, meine Rüstung ist schon ziemlich hinüber. Hier wird es gerade mega heiß, ich muss ja vor meinem Bett. So, also werden wir das auf jeden Fall alles machen. Und das ist eine Menge Arbeit. Aber wir haben einen Plan. Das heißt, wir werden jetzt im Grunde genommen noch ein bisschen hier mitspielen und schauen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, mein Plan ist halt Tierhaltung und Tierwagenabenteuer und solche Sachen. Und ja, ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren so eure Meinung schreiben. Also, wie steht ihr zu den Spawnern, die hier mit drin sind? 6 Skillpunkte sammeln. Also ihr seht, ich habe jetzt gerade mal 10 wieder zusammen. Ich brauche aber wesentlich mehr. Weil man muss ja dann jedes Mal für jede Stufe wieder die entsprechenden Skillpunkte zusammensammeln. Weil ich bin momentan bei allem... warte mal, ich zeige euch das mal. Halt, stopp. Halt, stopp. Ihr seht schon, es ist verwirrend. Hier ist das Skillbuch. Ihr seht hier halt, ich brauche hier 11 Level. Ich brauche 11. Hier bin ich bei 15 schon. Ja, aber alles andere braucht 11. Das heißt, ich muss jetzt ein Leben quasi, dann kann ich mir einen Skillpunkt geben und dann bin ich quasi wieder bei 0 Level und fange wieder dann, wenn ich steigern will, auf 12 an. Also ihr seht, es ist sehr, sehr schwierig und das könnt ihr halt beliebig fortführen. Bis ihr so viel Skillpunkte quasi habt. Ich weiß gar nicht, wo das Ende liegt bei den Skillpunkten. Ich weiß es. Auf jeden Fall, wie gesagt, könnt ihr mir ja mal eure Meinung schreiben. Was ihr so von Spawnern als Skillhilfe quasi, Levelhilfe haltet. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie das Projekt bereichern oder eher kaputt machen. Ich, wie gesagt, meine Meinung kennt ihr jetzt mittlerweile, warum ich da nicht so begeistert bin von. Also es hat mit mir nicht so viel zu tun, sondern ich denke da auch halt so ein bisschen ja, an die, die jetzt dazugekommen sind, ob es wirklich so eine Hilfe ist, so schnell Skillpunkte zusammenzukommen. Wie gesagt, könnt man ja mal in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten auch so ja, wie ihr denn 2 Pixel überhaupt so empfindet momentan. Also, wie gesagt, wir sind für Feedback und Kritik natürlich offen. Also gerade, weil ich weiß, dass Skelett und Cooper und Rio, wie gesagt, eure Kritik auch auswerten und annehmen und sich über Feedback wollen. Also auch wenn meins mal nicht so positiv ist, ihr könnt das ruhig reinschreiben, traut euch. Ne? Also, es ist nicht damit gedient, wenn jemand sagt, das Projekt ist scheiße, sondern sagt was ihr persönlich nicht gut findet oder was ihr gut findet. Das ist wichtig, weil wir wollen ja noch weiter im Grunde genommen 2 Pixel-Teile machen, also noch mehr Serien davon drehen. Das heißt, also, wer weiß, 2 Pixel 4 quasi. Und wir wollen ja aus den Fehlern oder aus den Problemen, die dabei entstehen, im Grunde genommen daraus lernen. Das ist ja beim Momentum auch nicht anders, nur dass wir halt das nicht in Serien unterteilen, ne, sondern in Epochen. Es ist nichts anderes. Wir haben da auch ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Ja, gut. Also, wie gesagt, es. Oh Gott, ist das heiß hier. Uah. Okay, wir gehen mal an die frische Luft. Okay. Sehen uns hier vor die Tür hin. Und ja, wie gesagt, sehr cool. Sehr cool, euer Feedback zu hören und zu lesen, was ihr da so denkt. Und ob meine Entscheidung die richtige war, dem Projekt hier noch ein bisschen beizuwohnen und mein Ding hier durchzuziehen. Natürlich, wie gesagt, im Sinne vom Roleplay, weil ich habe ja von Anfang an gesagt, was ich vorhabe und bin davon ja eigentlich auch nicht. Ich habe immer gesagt, ich bin Abenteuer und für die Tiere zuständig. Das mache ich jetzt. Jo, mache ich die ganze Zeit schon. Gut, okay. Dann würde ich sagen, denkt mal drüber nach, schreibt mir eure Meinung, was ihr da so denkt drüber. Und wir sehen uns morgen Abend. Ist Freitag? Wartet mal, morgen ist Freitag. Morgen ist Freitag. Freitag ist wieder Community Server dran.
Weil Wusimo und ich müssen ja noch nach Hause laufen. Wir sind ja irgendwo am Puppes der Welt. Und ich würde mal sagen, ich denke mal, wartet mal, ich muss das leider immer so machen. Ich denke mal, dass ein ganz gewisser Mensch noch on ist um die Zeit. Und den wir heute mal beehren können. Ich muss mal gucken. Wartet mal. Ich muss. Ob der hier. Ja, das soll. Der müsste doch ein. Na, sag mal. Er ist grob und nicht out. Seht ihr das? Ich sehe Basti. Füßchen. Da ist ein Kroko. Hallo Kroko. Krokolino, wo bist du? Weil ich möchte ihm ja auch mal was zurückgeben. Warte mal, ich guck mal so, ob ich den Link so finde. Wartet mal. Ich schau mal kurz für euch. Ob Kroko überhaupt da ist. Ja, heute. Ja, für Kanalmitglied. Warum vom Luft? Was? Nee, das stimmt Tatsache nicht. Dann würde ich sagen, machen wir das doch ganz einfach. Ja, ich schicke euch zu Basti rüber. Was haltet ihr davon? Bestellt den Basti oder wir können auch zu Lucien mal gehen. Lucien hat auch so oft jetzt ein Raid gemacht. Ich finde, wir werden jetzt einfach mal zu Lucien rübergehen, weil, wie gesagt, der hat mich so oft geradet und, ja. Ich wünsche euch viel Spaß bei Lucien, bestellt ihm liebe Grüße und gute Nacht. Bis morgen. Weil, wie gesagt, Männer muss baden. Schlaf schön und tschüss. Kroko ist live. Ja, ich habe ihn gerade nicht gefunden, aus welchen Gründen auch immer. Du kannst gerne den Link reinstellen, Kai, wenn du den hast. Also dann können sich die Leute entscheiden. Also die rübergehen zu Lucien, die bleiben sitzen. Und die zu Kroko gehen wollen, die folgen dem Link. Ich denke mal, Kai hat den eher zur Hand, bevor ich ihn habe. Ich habe ihn nämlich gerade gesucht und habe ihn nicht gefunden. Dann kannst du den Link mal kurz reinposten. Weil das müsste eigentlich gehen. Weil es ist nämlich gerade kein Moderator an. Und ich verstehe auch nicht, warum ich ihn finde. Was ist da los? Und ich habe jeden Einzelnen, aber nicht Kroko. Wieso? Oh, Kroko, wo bist du? Basti habe ich. Bitte, Bedwars. Ist er. Ich sehe ihn hier auch nicht. Oder er hat auch schon Schluss gemacht. Ich weiß es nicht. Ist er noch live? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht. Weil ich habe auch keine Ankündigung von ihm drin. Das ist sehr merkwürdig. Warum habe ich. Ach ja. Ja, sag ich euch, ich spiele mit Basti. Okay, ihr kriegt den Link. Ihr kriegt den Link, wartet mal. Okay. Goldbombe, die ist so, glaube ich, OP um Bett. Aus so, der Deckung ja. zu ziehen. Ich schicke euch den Link, das ist der Link von Kroko. Ja. Also wie gesagt, ich weiß, gefallen. Da kommt noch ein so viel Diamant, so viel Diamant und ich krieg's nicht. Das ist so ärgerlich. Der Grüne hat's jetzt geholt. Ah! So, ich muss mal den Kroko leise machen. Also, wer zu Lucien will, bleibt sitzen. Wer zu Kroko will, klickt den Link an. Ganz einfach. Okay, gute Nacht. Tschüss, eure Bubu.